Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert die spoilerfrei und noch dazu jede Menge gefährliches Halbwissen, auch in Ausgabe Nummer 164, der ersten im Jahre 2020 mit Kali und Max. Hallo, hallo. Hallo. 2020 ist da und wir wollen dieses Jahr wieder ein bisschen regelmäßiger durchziehen. Na, also eigentlich regelmäßig, also einmal im Monat so. So, und das geht schon mal super los, indem wir diese Folge hier Anfang Februar rausbringen. Aber das ist egal, das zählt quasi als letzter Sonntag im Monat. Naja, hier ist auf jeden Fall unsere erste Folge für dieses Jahr. Und ich habe jetzt tatsächlich mal einen Zettel vollgeschrieben, um so ein bisschen zu rekapitulieren. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe den Zettel noch gar nicht gelesen. Oh, das ist ja wie bei der Presseshow. Okay. Im Folgentitel habt ihr wahrscheinlich eh schon gelesen, worum es heute gehen wird, um den Film Tora, Tora, Tora. Dazu kommen wir dann gleich. Zunächst habe ich hier aufgeschrieben Kommentare und drumherum. Denn es gab nochmal auf der Webseite, oder seit ich das letzte Mal was dazu gesagt habe, gab es auf der Webseite wiederaufführung.de, da findet ihr alle unsere Folgen, unser Archiv und überhaupt tolle Anlaufseite, sollte man einmal am Tag drauf gehen. Da hat zum einen im November noch 2019 der Jan kommentiert bei der Folge zu Die Söhne der großen Bären. Und das ist schon eine Weile her, dass wir den Podcast damals aufgenommen haben. Ich kann mich aber auch entsinnen, Jan schreibt ihm so ein bisschen, dass wir wohl meinten, manches bleibt irgendwie unklar oder es werden Dinge angerissen, die dann aber irgendwie nicht zu Ende gebracht werden oder sowas. Und dass er meint, er hat die Bücher verschlungen und die Vorlagen, dass die eben deutlich klarer sind sozusagen, oder dass man das Gefühl haben kann, wenn man das Buch liest und dann den Film guckt, dass natürlich irgendwie Sachen weggelassen worden sind, was dann wahrscheinlich so wie damals bei Christian und mir so ein paar Fragezeichen über dem Kopf hat entstehen lassen, was so manche Handlungen oder Szenen angeht. Und ist es nicht öfter so, wenn ein Film sozusagen auf einer Buchvorlage basiert? Naja, dass man Sachen verdichtet oder ändert oder Sachen auch rausstreicht, wo man an eine andere Stelle setzt oder Figuren zusammenlegt, ja, aber manchmal ist es ja dann auch so, du liest das Buch, da passiert so eine Handlung und dann nimmt sich der Film vielleicht, oder im fertigen Film ist dann vielleicht eine Szene aus diesem kompletten Handlungsstrang und dann denkst du dich, hä, ja, aber was ist davor gewesen, was passiert danach? Also dass du irgendwie, du merkst, irgendwas fehlt jetzt, weil das irgendwie nicht abgeschlossen wirkt oder so. Ah, also ich muss mal kurz für mich zurückkapitulieren, bei der Folge war ich ja nicht dabei, das war der Defa-Ediana-Film. Gut. Ich glaube, was denn? Ich will jetzt nicht. Ich lehne mich jetzt nicht mehr aus dem Fenster, ob das der erste war. Es ist sehr gut möglich, dass es der erste war, weil Christian direkt danach meinte, nein. Nee, nicht wieder. Der erste, aber das ist der Defa-Ediana-Film. Ja, das ist halt die Frage. Ich glaube, die erste habe ich gar nicht erwähnt. Mhm. Aber ich glaube, es war der erste. Dann hatten wir im Dezember noch einen Kommentar bekommen von W. Helbig. Kurz nach dem Tod von Wolfgang Winkler, der ist am 7. Dezember für immer eingeschlafen. Und da hat er kommentiert bei der Folge Das Kaninchen bin ich spezial. Das müsste also die Folge sein, bei der wir die Einführung und das Publikumsgespräch mitgeschnitten haben von den Studierenden der Uni Rostock zu eben Das Kaninchen bin ich, den wir davor schon besprochen hatten. Und Helbig hat da angemerkt, dass was mit den Namen anscheinend durcheinander gegangen ist, also die Maria Morzek, was ja der Rollenname ist oder der Name der Figur, und jetzt muss ich gerade hart überlegen, Angelika Waller, das klingt nicht ganz richtig. Auf jeden Fall, das ist der Name der Darstellerin. Und das war anscheinend irgendwie nicht richtig. Ich habe das jetzt nicht nochmal genau nachhören können, gehe aber mal davon aus, dass da einfach was verwechselt worden ist in dem Gespräch. Jo, dann hat über die Feiertage zwischen Weihnachten oder an Weihnachten bis Neujahr hinein eine unserer im Archiv lagernden Folgen dreistellige Abrufzahlen gehabt, und das war Hitlers Hollywood. Und der Grund oder ein Hauptgrund dafür liegt wahrscheinlich mit darin, dass der Daniel vom Spätfilm bei Twitter was geschrieben hatte anlässlich der Ausstrahlung von Die Feuerzangenbowle in der ARD zu den Feiertagen. Und hat dann dabei, weil der Tweet explodiert ist, hat dann nochmal auf unsere Folge zu Hitlers Hollywood verwiesen, was einerseits sehr schön ist, gleichzeitig auch ich ein bisschen schmunzeln musste, weil ich dachte, ja, aber Feuerzangenbowle haben wir auch besprochen. Das wäre vielleicht noch naheliegender gewesen. Nichtsdestotrotz, Hitlers Hollywood ist natürlich immer noch sehr hörenswert, merke ich immer wieder. Ich habe mir den auch nochmal angehört gehabt. Da wird natürlich auch nochmal auf die Feuerzangenbowle
über die Feuerzeugenbowle gesprochen. Genau, die hat sich also in unseren All-Time-Charts damit auch nochmal, glaube ich, jetzt in die Top 5. Oder war wahrscheinlich schon in der Top 5. Auf jeden Fall ist er ziemlich weit oben dabei. In diesem Sinne, danke Daniel vom Spätfilm. Spätfilm, ein Podcast, den man auch sehr schön hören kann. Spätfilm, wie es so schön heißt, Kino in eurem Gehörgang. bei Twitter gab es auch ein paar Rückmeldungen zu unserer Alles über Eva, All About Eve Folge. Speziell von Dennis, der sich zum einen angeboten hat, falls wir jemals über einen Film von oder allgemein über Walter Hill sprechen möchten, dann wäre er sehr gerne Gesprächspartner. Ist notiert und auch im Hinterkopf, kann allerdings überhaupt... Das ist für mich jetzt mal neu. Ich kann deswegen nicht meine Chance, auf die ganzen Informationen zu reagieren. Möchtest du jetzt Walter Hill nachgucken? Ja, aber sowas von. Ich habe noch nie gehört. Ist genau, dein Regisseur. Ist das jetzt ein Witz? Ja. Wieso? Ohne Haar. Genau, aber Walter Hill, ja, da ist Walter Hill. So, was haben wir denn gemacht? Bekannt für. Du kannst ja gerne jetzt mal kurz weiterreden. Ja, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, wenn du daneben noch so umherkommst. Bekannt für 48 Stunden, Aliens, die Rückkehr. Aliens, die Rückkehr fand ich ziemlich gut tatsächlich. Ja, Produzent. Also, ne? Achso, diese neue Tablet-Ansicht ist für mich ja meine Horror. Kannst du nicht hier auf Regisseur drücken? Nee. Das läuft ja genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, das ist so blöd gemacht neuerdings mit dem... Achso, jetzt habe ich es. The Assignment, Shootout, Broken Two, Dead, Nova. Last Man Standing, der würde mich interessieren, auf jeden Fall. Den wollte ich schon immer mal sehen. Können wir ein Triple Feature machen. Und das ist das Einzige, was ich... Straßen... Da müsste, glaube ich, irgendwo... Was sind so die ersten Filme? In Stahl hat der Mann, The Driver, The Warriors, The Long Riders. Nein, ist okay, Bus ist nicht. Also, Southern Comfort ist auch ein sehr interessanter Film. Ja, der hat so einiges vom... ich sag mal, Testosteron geschwängertes Kino. Action-Kino, Action-Filme auch. Also gemacht. Bei Last Man Standing wäre ich dabei. Wenn jetzt sozusagen Dennis was anderes haben möchte, soll er es vorschlagen. Kann ich aber noch nicht sagen, ob ich dabei bin oder nicht. Du bist ja jetzt schon wieder 5 Schritte weiter. Ich wollte einfach nur sagen, ja, wenn das mal auftreten sollte, dann gucken wir natürlich, dass das klappt. Aber ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen mit irgendwelchen konkreten Angaben. Wenn, dann muss man wirklich spontan sein von allen Seiten. Und er hatte noch angemerkt, konkret zur Folge, dass wir die Erbin, der Harris, noch gar nicht geschaut hätten und dass der auch nicht mit Catherine Hepburn wäre. Da hatte ich dir auch schon gesagt gehabt. Sie und haben wir haben beide gegrübelt. Ich habe es jetzt auch das nicht nochmal genau nachgehört. Würde aber auch sagen, entweder ungewollte Überschneidung, ja, einfach eine Verwechslung. Also ich vermute mal, dass wir wieder wie immer durcheinander vorbeigeredet haben, weil ich kann an dieser Stelle mal sagen, lieber Dennis, die Erbin ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und Olivia de Havilland ist eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich gesagt haben soll, dass Catherine Hepburn das ist. Ich kann dir aber sagen, du hast damit eine sehr gute Lücke aufgetan, weil ich davon überzeugt war, weil die Erbin einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, dass wir den echt besprochen haben. Nee. Und dementsprechend würde ich den auf jeden Fall wieder gerne auf 2020 raufsetzen wollen, weil das ist ein Film, der von vielen gar nicht gekannt wird und der einfach total unterschätzt ist und der ist einfach nur absolut genial, wie Olivia de Havilland und Montgomery Clift zusammen da agieren. Ich habe das erstmal als Kind gesehen und hatte Gänsehaut gehabt immer wieder. Also danke auf jeden Fall für diese Lücke auftun. Ja, das war Wiederaufführung für heute. Das war unsere Besprechung von Die Erbin. Damit haben wir anscheinend schon einen Film für dieses Jahr festgemacht. Bislang, oder wer schon mehr darüber über diesen Film hören will, der kann bei den Kollegen von Ein Filmarchiv mal gucken. Die haben den auf jeden Fall schon besprochen. Und im Fazit war, glaube ich, das behaupte ich jetzt einfach so aus der Hüfte heraus, technisch beeindruckend. Persönlich konnten sie mit dem Film, glaube ich, oder zumindest einer von beiden nicht ganz so viel mit dem Film anfangen. So viel dazu. Dann hat Dennis auch direkt noch hinterher geballert. Da hätte sich ja ein Zwischenruf hier gelohnt. Mit weiteren Filmvorschlägen oder Sachen, die wir eigentlich unbedingt mal besprechen müssen aus dem Classical Hollywood, die ich mir jetzt absichtlich tatsächlich die konkreten Titel nicht aufgeschrieben habe von seinem Tweet. Aber bringst du mir die mal irgendwann mal bei? Die kann ich dir auch nochmal zeigen. Es war unter anderem Anatomie eines Mordes. Und dann waren 2, 3 Filme, wo ich so dachte, okay, die habe ich auch noch nicht so wirklich gehört.
Könnte man also mal gucken. Aber das wollte ich jetzt so ganz geschickt verbinden, diese Titelvorschläge. Und dadurch, dass du jetzt die Erwin schon reingebracht hast, nämlich die Frage, ja, das Jahr liegt vor uns. Und was planen wir denn eigentlich so in diesem Jahr? Und da kann ich ganz klar sagen, ich möchte scheiße altes deutsches Zeug auf jeden Fall anschleppen. Ich vergesse immer, wie deutsch loyal du bist. Ich möchte da weiter drin rumstochern und ja, das hat mir Christian damals halb, das ja, ist quasi sein Vermächtnis mit, dass er mir das mal irgendwann mit ins, ein, den Floh ins Ohr gesetzt hat, als ich noch meinte, nee, so viel Deutsches will ich gar nicht machen, um dann aber, glaube ich, derjenige zu werden, der immer wieder sowas damit ankam oder ja, ankommt und ja, dementsprechend möchte ich das dieses Jahr auch ein bisschen forcieren, weil ich diverse Blu-rays jetzt auch schon im Regal stehen habe von der Monaus-Stiftung / über Universum-Film veröffentlicht. Naja, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Machen wir das einfach. Also ich bin ja da total unbeleckt. Das finde ich sozusagen jetzt der Anfänger, was das angeht. Ja, das Gute ist, bei manchen dieser Filme sind, glaube ich, auch mit Gesangseinlagen und das ist ja vielleicht auch was. Ja, das ist was für mich. Ja. Ich bin ja die absolute Musical-Mieze, falls es auch euch noch nicht aufgefallen sein sollte. Ja, machen wir. Ich sag ganz ehrlich, wie es ist, Deutsch ist nicht meine bevorzugte Einflugschneise, in keiner Art und Weise. Aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht ändern könnte. Und ich bin da ganz offen und wenn das dein Wunsch ist, dann werden wir den berücksichtigen, gerade weil ich ja gerne mal Sachen anschleppe, wo die meisten sozusagen die Sprache nicht gelernt haben. Ja. Was für Filme besprichst du so? Filme, wo die meisten die Sprache nicht gelernt haben. Okay. Ja. Ja, Untertitel. Ja, aber was sind denn so deine Gedanken für dieses Jahr? Worauf hast du denn Lust? Was möchtest du denn, wenn, also, wer jetzt hier zum ersten Mal reinhört und sich denkt, oh, was reden die alle? Ein Grundgedanke dieses Podcasts war ja auch mal, oder ist vielleicht auch immer noch, dass so im Wechsel jeder einen Film mitbringt. Quasi, ja, das würde ich auf jeden Fall gerne aufrechterhalten. Oder ist das jetzt ein indirekter Hinweis? Nö. Nö, also ich finde dieses, dass wir uns monatlich abwechseln, dieses Schema würde ich aufrechterhalten tatsächlich. Ich finde es das schön, dass du mir diese Frage stellst und mich komplett überfährst an der Stelle, weil ich habe den Zettel wirklich nicht gesehen. Hast du gerade mit dir drüber gesprochen im Vorgespräch? Ach, erzähl das doch nicht. Achso, ja, okay. Ja, ich wusste jetzt nicht, dass das jetzt in die Sendung mit reinkommt. Ich plane schon länger, den Film zu sehen, Dr. Seltsam und wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Der wurde mir auch von meinem Dozenten ans Herz gelegt. Den würde ich auf jeden Fall gerne sichten und würde mich freuen, wenn das dieses Jahr klappen würde. Das wäre so von meiner Seite her. Dann haben wir schon mal so Ares und Dr. Seltsam. Dann würde ich auf jeden Fall gerne von meiner Seite aus auch gerne nochmal ein Musical besprechen. Welches weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein, dass wir wenigstens ein Musical, offizielles Musical auch nochmal drin haben. Und ansonsten bin ich da ganz entspannt. Also habe ich da keinen Plan tatsächlich, was das hier angeht. Ja, genau, also ja, Punkt. Das ist so ein kleiner Ausblick. Vielleicht, da Dennis ja jetzt auch schon wieder so viele Vorschläge gemacht hat, vielleicht kommt ja auch mal wieder irgendein Hörervorschlag, den wir dann, also nicht vielleicht kommt ein Hörervorschlag, sondern vielleicht nehmen wir auch endlich mal wieder einen Hörervorschlag hier rein. Es gibt ja, glaube ich, immer noch ungefähr 500 unbesprochene Filme, die wir schon mal vorgeschlagen bekommen haben. Also ich finde das auf jeden Fall cool, wenn die Hörer sozusagen Wünsche äußern. Ich würde das schon gerne mal umsetzen. Das ist für mich, ich habe ja natürlich die Hoffnung, bei den Classic Hollywood-Filmen, die du jetzt hier verborgen hältst von mir, dass da vielleicht einer sogar im Musical ist. Also das wäre ja eine perfekte Bombe. Dann hätten wir ja schon mal hier zwei Klavier in der Klappe geschlagen. Ja, ich glaube, Christian hatte auch mal irgendwann eine Letterbox-Liste damit angefangen. Das ist übrigens ein Projekt, das sage ich jetzt auch nochmal hier auf dem Podcast, damit ich mich selbst darauf festnageln kann. Ein Projekt für dieses Jahr, dass ich bei Letterbox die Wiederaufführungsliste quasi nochmal neu anlege, dass sie da quasi auf dem Stand ist. Ich habe nochmal bei Moviepilot existiert die auch immer noch. Die ist sogar, habe ich glaube ich neulich mal so halbwegs was gemacht. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Ist das so eine Watchliste? Was sind Hörervorschläge? Diese Letterboxliste, die ich jetzt gerade meine, ist einfach nur wirklich die Filme, die wir alle besprochen haben, einfach einmal so aufgelistet. Nichts Besonderes. Und ich meine, Christian hat aber auch mal so eine Wunschliste angelegt bei Letterbox, wo er dann quasi die Vorschläge, die mal irgendwo irgendwann geäußert worden sind, einfach zusammengetragen worden sind. Okay. Bin ich mir aber nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, irgendwie so war das. Jo, das ist das, was ich einmal so vorab nochmal so beschnaddeln wollte. Wir haben jetzt quasi Ende Januar, heute ist, was haben wir hier, Donnerstag, der 30. Januar und ich habe habe festgestellt, ich war absurd oft im Kino diesen Monat. Gefühlt, als Zuschauer kann ich dazu stimmen.
Also ich habe ja, letztes Jahr habe ich knapp über 70 Filme geschafft am Ende, glaube ich. Mein Ausgangspunkt seit 2 Jahren, also seit 2018, hatte ich damit angefangen, weil ich gesagt habe, so, ich will einmal die Woche eigentlich ins Kino im Schnitt, also ich so 50, 52 Filme im Kino schaffe. Und jetzt im Januar, bis jetzt habe ich tatsächlich, weiß ich schon selber nicht mehr, 8 oder 9 Filme jetzt schon weg. Oh Gott, ja, was hat mich weg? Hab ich mich du hast ein? Auch schon, du hast einen, du hast auch, guck mal, du ich habe Knives Out gesehen. Knives Out, Kino. Shadow. Jetzt habe ich Shadow gesehen. Dann haben wir geguckt 1917. 1917 und dann Original. Gucke ich jetzt noch Divine Fury. Der Divine Fury wird jetzt wahrscheinlich kommen. Hatten wir nicht noch einen? Naja. Ja, aber da kommt auf jeden Fall schon gut was zusammen. Genau, und ich bin 8 oder 9 und wenn sich das so halten sollte, 8 mal 12, dann bin ich schon bei 80 plus 16, dann schon 96. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob das so in dem Tempo durchziehe. Genau, und ich habe bisher dieses Jahr zu Hause habe ich irgendwie 3 oder 4 Filme erst geguckt tatsächlich. Also das Verhältnis interessanterweise doppelt so viel im Kino gesehen. Ich habe dieses Jahr noch keinen Film zu Hause geguckt. Aber du hast Serien geschaut. Zahlreiche. Und so kommen wir zu etwas, was vielleicht sogar eine Art Hybrid sein könnte oder heute vielleicht als Miniserie umgesetzt werden würde. Aha. Der Film, den du mitgebracht hast. Ja, Überraschung, Überraschung, Kali bringt was Asiatisches mit. Und zwar ist es Tora, Tora, Tora. Ja. Ich habe hier aufgeschrieben ein paar Eckpunkte. Es ist eine US-japanische Koproduktion, wobei wohl die Toei Studios gar nicht gecredited sind, also nicht im Vorne- oder Abspann auftauchen. Der 1970 erschienen ist. Und wir nehmen am 30. Januar auf, deswegen zählt das eigentlich auch, wenn das eben nur eine verdeckt japanische Produktion ist, finde ich, voll in den Japanuary mit rein. Ach, sowas von. Den Themenmonat. Nicht geplant, aber trotzdem geklappt. Ja, ich glaube, so halb geplant haben wir kurz das mal gehabt. Auf jeden Fall, Japanuary, wenn ihr jetzt denkt, oh, was ist das denn schon wieder? Es ist jeden Monat Themenmonatzeit in der Film-Twitter, in der Filmblase. Und um den Japanuary kümmern sich vor allem die Damen und Herren bei Schöner Denken, wenn ihr auf die Webseite geht. Da findet ihr ziemlich viele Informationen dazu. Ich versuche auch daran zu denken, das hier in die Folgenbeschreibung nochmal so mit als Link zu packen. Da gibt es eine Teilnehmerliste von allen Menschen, die 2020 beim Japanuary teilgenommen haben. Ich glaube auch von 19 und 18. Es gibt ein Doc, oder man kann sich eintragen, wenn man Filme besprochen, rezensiert, geschaut hat. Bei Twitter kann man natürlich den Hashtag Japanuary benutzen, wobei da wohl dieses Jahr irgendwie noch viele andere Sachen aufgetaucht sind, außerhalb dieses Film-Themenmonats, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wer sich auch nur ansatzweise für japanische Filme, Serien interessiert, der wird da, denke ich, mindestens eine Empfehlung finden. Und wer sich schon auskennt, wird da auch mindestens eine Empfehlung finden. Also ich finde das auf jeden Fall cool, dass es das gibt und dass, was man auch mitmachen kann. Also ich hatte den jetzt nicht so auf dem Schirm. Ich weiß, weil das mal erwähnt gab, dass es das gibt, weil wir diese ganzen Themen heute durchgesprochen haben. Also ich kann an dieser Stelle sagen, ich gucke gerade aktiv 3 japanische Serien. Also ich weiß nicht, ob da auch Serien sozusagen mit reinzählen, ob in diese Sache, ob das nur eine Filmsache ist. Also ob das ein Film ist. Also ich glaube, also angedacht grundsätzlich war es, glaube ich, mal als Filmgeschichte, aber wie so oft ist ein ganz klares einfach mitmachen und fertig. Ja, also von daher, auch wenn es nur halb zählt, ich bin auf jeden Fall anscheinend dabei, ohne dass es jetzt bewusst gewesen wäre. Also wenn du demnächst wieder twitterst, nutze den Hashtag Japanuary. Ich twitter aber japanische Serien meistens nicht. Obwohl die eine, die finde ich, habe ich nicht ganz toll. Das könnte ich eigentlich machen. Na siehst du, du wirst schon einen Weg finden. So viel dazu, zu diesem Aktionsthemenmonat, der eigentlich vorbei ist oder zumindest zum Aufnahmezeitpunkt noch läuft und dann jetzt, wenn die Folge rauskommt, eigentlich schon vorbei ist. Bla 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 bla. Ich habe gesagt, 1970 ist der Film gestartet. Ich habe gefunden, in Westdeutschland, glaube ich, im Oktober 1970. Für die DDR habe ich keinen Start gefunden. Ich habe wieder in dem Plakatebuch, in dem wahrscheinlich, ich nehme mal an, wenigstens 90% aller DDR-Kinostarts so mit einem Plakat vermerkt sind und mit den Filmtiteln geschaut. Da war der Tora Tora nicht dabei, auch nicht unter dem eventuellen Alternativtitel. Die Schlacht, die die Welt veränderte oder irgendwie sowas, schon wieder vergessen, wie das genau war. Ist auch nicht so wichtig. Ich habe es auch nicht auf dem Schirm, sag ich dir ganz ehrlich. Ich habe mir aber ein bisschen was aufgeschrieben zu den Damen und Herren hinter der Kamera. Das waren vor allem 3 Herren. Das sind nämlich die Regisseure. Da ist zum einen Richard Fleischer. Sagt er dir was?
Natürlich nicht, aber das muss nichts heißen, weil ich kein Namensgedächtnis habe. Genau, Richard Fleischer ist unter anderem Regisseur von solchen Filmen gewesen wie Die Fantastische Reise, Fantastic Voyage von 1966, glaube ich. Das so, du kennst du hier Joe Dante, Die Reise ins Ich? Ja. Mit, wie war das, Martin Short? Ist Martin Short? Also Dennis Quaid ist, glaube ich, dabei. Ich habe da jetzt kein Gesicht mehr vor Augen, aber ich habe den mal gesehen. Okay, genau, also das ist so quasi dieser Film, ne? Wissenschaftler werden verkleinert und in den Körper gespritzt. Dann hat er noch so einen geilen Film gemacht namens Frauenmörder von Boston. Den haben wir, glaube ich, sogar noch zusammen gesehen. Fand ich genial. Tony Curtis und Henry Fonda. Ja, super Film, bitte gucken. Gibt es auch einen Podcast drüber eigentlich? Vielleicht ja 2020 von der Wiederaufführung. Also fand ich, also Max hatte mir den damals mal empfohlen. Ich habe mir gedacht, naja, aber weißt du, wie der wird? Und ich fand den so bombastisch gut. Aber von 1968. Ja, klasse. Dann hat er noch einen anderen sehr großen Science-Fiction-Klassiker gemacht, und zwar Soylent Green, oder wie auf Deutsch heißt, Jahr 2022, die überleben wollen. Kann man ja auch bald mal in die Schatzkiste bringen. Habe ich ja gesehen, fand ich überschätzt. Charlton Heston und Dings habe ich schon wieder vergessen, wie der Kollege hieß. Also war auf jeden Fall nicht mein Thema, ne? Aber einer der Filme, die die Spoilerkultur begründet haben. Ja, aber trotzdem interessant. Das macht gerade die Vorfreude auf Tora sehr groß tatsächlich. Und dann hat er noch zwei Filme gemacht, so in den 80ern. Wo ich gerade tatsächlich überlegt habe, also einen habe ich auf jeden Fall nicht gesehen, beim anderen grübel ich selbst ein bisschen, ich glaube, den habe ich höchstens mal in Ostsee gesehen, und zwar ist der Regisseur von Conan, der Zerstörer, und Red Sonja. Und ich beides in welcher Regisseur? Das weiß ich gar nicht. Aber ich habe beide nicht gesehen, das ist ja überhaupt gar nicht mein Thema. Ich habe Conan der Barbar gesehen, das weiß ich, aber den Zerstörer glaube ich nicht, die Fortsetzung, keine Ahnung. Naja, das sind so ein paar Filme aus dem Oeuvre von Richard Fleischer, der noch ein paar mehr Filme gemacht hat, und ich glaube mit knapp 89 Jahren verstorben, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Dann haben wir zwei Regisseure, oder offiziell zwei Regisseure auf japanischer Seite. Da ist zum einen Toshio Masude, mein Namensaussprechung, japanischer Namen, möge man mir verzeihen. Auf jeden Fall habe ich mir bei dem nur ein Fragezeichen hingeschrieben, weil ich beim Durchgehen der Liste gedacht habe, nee, sagt mir alles nichts, weder mit den japanischen Titeln, noch den englischen Titeln, noch deutschen Titeln. Und dann ist noch dabei Kinji Fukasaku. Kinji Fukasaku, der Name kommt mir bekannt vor. Ja, überleg mal hart. Kinji Fukasaku. Also es ist ein Film von 1970, der hat im Jahre 2000 einen Film rausgebracht über den... Oldboy? Nee, Oldboy ist auch koreanisch. Entschuldige. Warte mal, sag mir doch jetzt nicht, dass es, was ich das denke, dass es ist. Ich kann doch mal den Namen. Battle Royale? Genau, der ist das. Ja, Battle Royale, haben wir gerade vor drei Ausgaben besprochen, in der Folge 161. Das ist schon wieder so lange her, die Battle Zeit geht hier. Battle Royale oder so ähnlich. Genau, der ist das, und ich habe dann nochmal geguckt, viel mehr sagte mir aus seinem Übrigen auch nicht mehr so. Jo, das zu den Regisseuren, dann habe ich mir drei Darsteller noch aufgeschrieben. Ich dachte, dass der eine Stammschauspieler von Akira Kurosawa dabei wäre, dem war aber nicht so. Die mochte ich auch. Der Kambei aus Sieben Samurai, ich habe auch leider schon. Der ist ja auf jeden Fall sehr ausdrucksstark im Spiel. Das wäre auf jeden Fall kein Verlust gewesen, den nicht hat, also den zu haben. Das ist ein Verlust, das wir nicht hat. Mein Gott, ich kann mich gerade nicht ordnen. Ja. Also wir können auch mal ganz kurz sagen, Tora haben wir beide noch nie gesehen, ne? Nee, kenne ich noch nicht. Aber das ist zum Beispiel einer der Filme, wo ich sagen muss, ich glaube, das ist einer, der mit am längsten auf meiner Watchlist ist, seit Kindheit an. Also habe ich den nämlich schon ewig auf der Liste drauf. Ich habe mir hier aufgeschrieben, drei vermutlich Hauptdarsteller, also nehmen wir zumindest an, dass sie mittlere bis größere Rollen wohl haben, so weit oben, wie die in den Listen immer stehen. Martin Balsam, wie auch immer man den nur in Englisch genau ausspricht, den hatten wir schon hier auch in unserem Archiv in Folge 19, da haben wir nämlich über 12 Angry Men gesprochen, die 12 Geschworenen, da war nämlich einer der Juroren. Der geneigte Wiederaufführungshörer kennt ihn daher auf jeden Fall. Ebenso haben wir im Archiv mindestens einen Film mit Jason Robards, und das ist kein geringerer Film als Spiel mir das Lied vom Tod, den haben wir in der 142 besprochen. Und dann ein Mann, der einen Film mitgespielt hat, den ich sehr, 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 sehr mag, Joseph Cotten. Den haben wir bei Der dritte Mann schon sehen können. Das war in Ausgabe 66. Da erinnere ich mich auch sehr gerne dran. Joseph Cotten ist ein fantastischer Schauspieler, den ich glaube ich kenne. Ja, den habe ich gar nicht so mitspielt. Den habe ich neulich mal gesehen in, ich glaube, es ist Suspicion, Verdacht von Hitchcock. Ja, als ich die Hitchcock-Box mal ein Stück weiter gemacht habe, glaube ich. Da hat er auch sehr geil gespielt.
Ja, wir haben schon gesagt, wir haben den beide noch nicht gesehen, Tora. Mir war durchaus irgendwie mal, also immer schon mal so begegnet als Titel, aber eben auch nicht gesehen. Und wir haben die Blu-ray vorliegen, die anlässlich des 40. Jubiläums, rund um das 40. Jubiläum, also so 2010, in die Startlöcher kam. Und da ist die sogenannte japanische Kinofassung, oder beziehungsweise auf der Blu-ray ist extra aufgedruckt, Japanese Extended Cut, drauf, die wir jetzt gleich gucken werden. Da sind, habe ich schon mal geluschert, bei schnittberichte.com. Auch da werde ich hoffentlich den Link noch in die Folgenbeschreibung setzen. Da könnt ihr euch dann selbst ein paar Standbilder von machen. Da sind die Titel leicht angepasst. Das heißt, bei der in Anführungszeichen regulären amerikanischen Kinofassung steht dann eben erst Japanese Sequences directed by Fukasaku und Masude. Und dann steht directed by Richard Fleischer. Und hier ist es jetzt so, American Sequences directed by Richard Fleischer und directed by Fukasaku Masude. Und vor allem gibt es zwei zusätzliche Szenen, die ungefähr zusammen 4 Minuten lang sind. Und das ist auch schon alles an Unterschieden, was uns wohl erwartet. Da bin ich ja gespannt. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, ich bilde mir ein, ich glaube Tora ist so einer der Filme, die ich jetzt auch falsch abgespeichert hatte, weil es ganz oft so ist in älteren Filmen, dass dann auf einmal irgendwie ein reicher Schnösel im Kino sitzt und sich auf der großen Leinwand anguckt und das sind relativ häufig Tora, also so Tora auch gelaufen. Deswegen bin ich auf den Film gekommen. Also in dem Film? In dem Film, gemacht. Der Film im Film, dass das im Hintergrund war. Deswegen bin ich auch so, habe ich das erste Mal von okay. Tora überhaupt erfahren. Musst du selber erstmal überlegen, wie rum du das meinst, ja. Ja, also der Film im Film. Und ich habe das vielleicht auch mal gedacht, der Film ist schwarz-weiß. Aber wahrscheinlich habe ich ihn wieder mit einem anderen Film verwechselt. Und ich habe gedacht, das ist Tora. Nee, aber da sagen die auch mal Tora, der Trailer. Sie haben mich auch überrascht, dass der in Farbe ist tatsächlich. Ich hatte ein bisschen auch mich auf einen Schwarz-Weiß-Film so vorbereitet. Ich bin ja wirklich ganz frei von der Erwartungshaltung. Ich bin ja so ein Mensch, warum auch immer. Ich kann es mir nicht erklären, aber ich gucke ja unglaublich gerne Kriegsfilme. Wahrscheinlich, weil ich von der Wahrnehmung ein Pazifist bin. Ich finde, das sind die größten Horrorfilme der Welt. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, auch von der Darstellung. Ich habe mir jetzt mal, obwohl, was ich ja sonst nie mache, vor ein paar Tagen, mir mal den Trailer angeguckt, der ganze 3 Minuten 38 lang ist und mir auch gefühlt vorkam wie 10. Ja, so viel auch immer, wenn immer Leute sagen, ah ja, Trailer heute, die zeigen immer schon alles. Es gibt genug Trailer, also locker auch 1950, die bis zum Ende alles durcherzählen. Also da gibt es überhaupt gar nichts. Also ich bin ja allgemein Mensch, der immer versucht, die Trailer zu meiden vorher. Aber auf jeden Fall hat es meine Erwartungshaltung ein bisschen verändert. Ich habe meine Erwartungshaltung durch den Trailer ein bisschen runtergeschraubt tatsächlich. Ich bin gespannt nachher, wie die Rezeption ist. Ja, also ich erwarte mir einen Kriegsfilm, bei dem ich noch nicht ganz sicher bin, ob der mich so vom Tempo her auch heute noch packen kann. Bin auch gespannt, aber ich kann auf jeden Fall sagen, was ich beim Trailer gedacht habe, ist, und da bin ich ja gespannt, ob das nach dem Film sich immer noch denke oder auch noch verstärkte, ist der Michael Bay-Film, ist das oft Pearl Harbor gewesen von 2000 oder wann das war? Ich glaube 2001, ja. Den habe ich ja damals im Kino tatsächlich 3-mal gesehen und ich fand ihn echt fantastisch. Und ich glaube, ganz viele Einstellungen und Sequenzen, die es in diesem Film gab, weil ich habe den auch danach noch mal öfter gesehen, ich habe den ganz gut im Kopf, waren auch wahrscheinlich von diesem Film inspiriert tatsächlich. Ja. Also von daher bin ich gespannt, was am Ende bei rumkommt. In diesem Sinne machen wir es wie immer. Wir machen jetzt eine kurze Pause hier bei uns, die für euch quasi eine Sekunde sein wird. Und dann sage ich wahrscheinlich wieder sowas wie, und da haben wir den Film gesehen. Wir schalten jetzt ab, gucken den Film und dann sprechen wir darüber. Bis gleich. Ja, das war's mit dem Bis gleich. Da sind wir schon wieder. Es geht einfach so weiter. Und dann haben wir Tora geschaut. Das stimmt. Worum geht's denn in dem Film? Um den Angriff auf Pearl Harbor aus der Sicht der Amerikaner und Japaner. Aha. Das war meine ausführliche Inhaltsangabe. Du hast mir ja neulich mal erzählt, du hättest mit jemandem gesprochen, der meinte, Pearl Harbor, was ist das? Ja, tatsächlich. Ja. Ich sage Ihnen jetzt keinen Namen, aber ich glaube, derjenige wird sich schon angesprochen, wenn er es hört. Ich saß letztens in einer Runde mit meinen internationalen Freunden zusammen und da hatte ich auch einen Deutschen bei und da kamen wir auf das Thema Geschichte zu sprechen. Ich weiß gar nicht, wie das war, genau. Ja, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall fiel dann halt auch das Thema Atombomben auf
Japan und Pearl Harbor. Und also Atombomben auf Japan. Und das Thema Pearl Harbor. Und der also nicht, weil es gleichzeitig ist. Nicht, dass jetzt hier wieder Verwirrung aufkommt. Auf jeden Fall stellt es sich aber heraus, dass die schlechte Schulbildung, die immer in Deutschland kritisiert wird, anscheinend bestätigt wurde, weil dann saß mal der junge Mann neben mir und meinte, ja, Pearl Harbor, was ist denn das? Habe ich noch nie gehört. Gleich kurz einmal eingehakt, aber bist du dir sicher oder kannst du dich tatsächlich konkret entsinnen, dass Pearl Harbor bei dir in der Schule unterrichtet worden ist? Also dass darüber tatsächlich ganz konkret gesprochen wurde? Also wir hatten, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte ja nur auch Geschichte-Leistungskurs, das heißt, ich hatte... Ich auch. Ach, du auch? Ja. Yeah. Das ist aber selten, der jemand kennenzulernen, das auch hatte. Und dadurch hatten wir in der Woche ja 5 Stunden. Und als wir dann sozusagen, natürlich war der Unterricht sehr auf Deutschland fokussiert bei uns, aber ein Leistungskurs ist natürlich immer noch ein anderer, ein anderer Umfang tatsächlich. Und wir hatten zum Beispiel so die ganze Zeit, so ab dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, war das so, haben wir halt immer in Referatsrunden geklärt gehabt, dass dann jeder so einen Koreakrieg oder den Zweiten Weltkrieg hat und dann aus japanischer Sicht. Und wir hatten da tatsächlich einen Vortrag gehabt, der dann sozusagen über den Kriegseintritt der Japaner geredet hat. Also wir hatten es im Unterricht gehabt. Aber ich bin auch Leistungskurs. Ich weiß nicht, wie es im normalen Geschichtskurs aussieht. Also ich kann mich nicht mehr konkret erinnern. Es kann sein, dass das tatsächlich mal gesagt wurde, aber bei mir... Ich überlege, also ich würde das tatsächlich stark auf die Medien schieben. Eben natürlich der Film von Michael Bay, der das stark ins Bewusstsein gerückt hat. Aber eben auch, ich weiß gar nicht, wieso ist mir das so, oder ob ich davon öfter mal dann auch gelesen habe, einfach so in der Zeitung oder so, dass das einfach mal irgendwie angesprochen wurde. Ich behaupte auch irgendwie, ja, bei Call of Duty waren andere Schauplätze bei dem PC-Spiel. Aber... Ja, dass ich, glaube ich, eher von selbst mal drauf gestoßen bin, schon bevor das im Geschichtsunterricht Thema war. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde jetzt das Wissen über Pearl Harbor auch nicht aus dem Geschichtsunterricht ziehen. Also es wurde dann halt einmal erwähnt, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich damals so großartig darum gekümmert habe. Das ist ja schon ein bisschen her. Aber was bei mir auf jeden Fall definitiv die Medien, also aus verschiedenen Gründen natürlich. Pearl Harbor natürlich als Unterhaltungsmedium war ja ganz groß aufgezogen, auf jeden Fall. Und alleine auch im Zuge von 9-11, wie dann immer wieder gesagt wurde, das war der zweite Angriff auf amerikanischen Boden nach Pearl Harbor. Also gut, jetzt sind wir auch eine Generation, wir haben 9-11 sozusagen die Medien sehr stark miterlebt und haben diese ganze, also den ganzen Diskurs da auch mitbekommen. Also er ist Mitte 20, ne? Also 25, 26 in dem Dreh. Aber also ist aus deiner Kumpelrunde, ist ein Deutscher, ist 25, 26, aber ich nenne keinen Namen. Ja, aber ich nenne erstmal das mal so aus, also mal auszumachen, das ist ja schon deutlich jünger als wir jetzt sind. Ja. Auf jeden Fall nicht. Ich habe erst am Anfang gedacht, als wir dieses Gespräch geführt haben, dass er vielleicht das Wort nicht richtig verstanden hatte. Das vielleicht, ne? Deswegen habe ich erst gedacht, er weiß, was es ist, aber konnte jetzt in diesem Gespräch nicht folgen. Aber als ich ihn dann neben ihm dann sagte, Pearl Harbor, der Angriff der Japaner in Hawaii auf amerikanische, auf den Hafen, die ganzen Schiffe und alles. Also es kam im Gespräch heraus, er hat es noch nie gehört. Er weiß gar nicht, was es ist. Er sagt aber auch selber, er ist geschichtlich nicht sehr interessiert. Ja. Hat er noch nie gehört. Und er wusste, und dann kam im Laufe des Gesprächs noch raus, dass er auch nur wusste, dass nur eine Atombombe gefallen ist. Er wusste nicht von zweien. Also das hat dann den Kreis geschlossen. Okay. Wo ich dann dachte, so okay, krass. Finde ich krass. Also dass man das nicht genau beziffern kann und so, das mache ich mal keinem zum Vorwurf, weil jeder hat ja einen anderen Fokus im Alltag. Aber dass man es noch nicht mal gehört hat und dass man nicht mal den Begriff irgendwie, dass man den Begriff kennt, aber nicht einordnen kann, das hätte ich jetzt erwartet. Ja. Dass das für ihn komplett Neuland war, fand ich dramatisch, ja. Fand ich schon. Also, ja, ich frage mich dann immer, ne? Zählt das als Allgemeinbildung oder ist das eben... Man weiß, es gab einen Zweiten Weltkrieg und dass vielleicht irgendwann mal Japan und Amerika gegeneinander gekämpft haben. Also man muss eine Verteidigung sein. Also ich finde, ich bin der Ansicht, man muss es wissen oder sollte es wissen. Man muss nicht alle Kriegsverläufe kennen. Es gibt, natürlich ist unser Unterricht sehr auf Deutschland fokussiert gewesen und nicht auf die Pazifikkriege, das ist klar. Und das ist dementsprechend ist mal alles, was man so über den Pazifikkrieg weiß, meistens in Selbstarbeit entstanden oder es ist einmal. Das kommt halt durch die Medien tatsächlich, weil das ist ja auch in Filmen relativ häufig drin. Ich habe ja auch einen anderen Fokus. Man macht ja immer den Fehler, man geht von sich selber aus. Also ich finde, man sollte auf jeden Fall, also Pearl Harbor, denke ich immer, kennt jeder, auch wenn er es nicht genau beschreiben kann, wann es genau war und wie es abgelaufen ist.
Aber wenn zum Beispiel jetzt einer sagt, der ist Nanjing Massaker, das kennt nicht ihr, da würde ich halt sagen, okay, das ist halt Spezialwissen, das ist aus unserem Fokus heraus nicht wiedergebend, obwohl ich oft das finde, dass es sehr bekannt ist. Du kennst das Nanjing Massaker auch nicht, oder? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich das Gleiche darunter verstehe wie du. Also der Name ist jetzt wie dieses Jahr, habe ich schon mal irgendwie gehört, glaube ich, aber ich könnte jetzt auch nicht weiter in die Tiefe gehen, wann, wo, wie viele... Ja, das ist eine Sache aus dem Sino-Japanischen Krieg, aber das ist eine Sache, das ist vom europäischen Fokus her also für mich verzeihbar, weil man es nicht unbedingt einordnen kann, aber Palaver finde ich komisch, allein schon deswegen, weil wir in Amerika immer, gerade auch was Medien angeht und Filme angeht und sehr aber auf Amerika abgestumpft werden, so, also und geprägt werden, das ist halt der Punkt. Naja, genau, und dieser Angriff auf Pearl Harbor, ich glaube, jetzt ist vielleicht tatsächlich der Punkt, an dem ich es nicht mehr so schnell vergessen werde. Das genaue Datum war am 7. Dezember 1941. Ich habe tatsächlich, glaube ich, den Michael Bay-Film auch nur einmal gesehen. Oh Gott, ich möchte gar nicht sagen, ob ich den gesehen habe. Ich meine, den fand ich jetzt auch nicht akkurat auf allen Stellen, aber ich fand schon, dass... ich kann mich auf jeden Fall entsinnen, ich habe den einige Mal im Kino gesehen, ich glaube, definitiv dreimal im Kino gesehen. Und ich habe das Buch gelesen und ich habe das Buch sogar zweimal gelesen, wenn ich ehrlich sein soll. Und ich habe die DVD gekauft, als er rauskam, und ich habe die DVD auch relativ häufig geguckt. Und ich kann mich entsinnen, dass auf der DVD als Zusatz eine richtig lange Dokumentation durch über 3 Stunden war. Und die fand ich super gut. Also die fand ich super fantastisch und einprägsam. Und deswegen habe ich das so, also ich finde das allgemein spannend. Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand den zweiten, also ich bin in Geschichte eher auf neuere Geschichte geprägt für mich persönlich. Aber ich finde schon den Zweiten Weltkrieg am spannendsten. Und ich muss auch ehrlich sagen, jetzt werden wir alle die Kopf abreißen, aber ich finde die Pazifikkriege noch spannender als die europäische Entwicklung. Ja. Weil die einfach härter, also die hatten eine ganz andere Dynamik gehabt. Also das ist einfach der Punkt. Mhm. Ja, ich weiß, also ich überlege auch gerade, ich habe sehr viel, glaube ich, durch Spiele und Filme so einen ersten... Form von Wissen zu vielen geschichtlichen Themen aufgebaut. Also mich wie Age of Empires und Age of Empires 2 dann speziell so mein Geschichtswissen zu Europa geprägt haben, das ist schon sehr enorm. Oder auch Civilization 2 damals, da gab es nämlich mal, kann ich mich noch entsinnen, da ging es dann irgendwie darum, da wurde dann immer, wenn du irgendeine Technologie entwickelt hast oder irgendwas weiterentwickelt hast, dann kann man noch so Infotexte. Und bei der Atombombe war dann irgendwie so, ja, und mit dem Abwurf der Atombomben endete dann der Zweite Weltkrieg im August 45 oder so. Und dann war ich irgendwie so, aber haben wir nicht 8. Mai 45, ist das nicht das Kriegsende? Und dann so, ach so, klar, es ist halt für Deutschland sozusagen, aber da an anderen Teilen der Welt wurde halt noch weiter gekämpft. Welches hat was jetzt gesagt? Ich glaube 8. August, wann eben der Atombombenabwurf war. Naja, also die offizielle Kapitulation von Japan ist 15. August. Die Kapitulation erfolgt, naja, irgendwie so da, August 45. Naja. Aber ich finde es spannend, weil du bist nicht der Erste, der mir erzählt, dass er sozusagen viel Geschichtswissen auch aus Videospielen hat. Mit dem leichten Dings immer, ne? Es ist hier eine Unterhaltungsform, deswegen ist das vielleicht nicht immer hundertprozentig akkurat. Aber trotzdem, ich habe das von einigen schon gehört, so. Dass die halt, wenn die Videospiele spielen, dass da halt auch mal sehr gut recherchierte Hintergründe so sind und dass die halt dadurch auch viel für mitbekommen haben. Auch gerade so, was antikes Wissen und solches angeht. Und also ich gehöre nicht in diese, also ich spiele ja keine Videospiele. Also ich würde es auch unterscheiden zwischen einmal so historische Fakten, die vielleicht irgendwie durchaus vermittelt worden sind oder die tatsächlich stimmen. Und natürlich, dass man sich irgendwie so ein Bild dadurch auch einfach von diesem früheren Leben im Kopf erstellt, was vielleicht total ab und weit weg war von der Realität. Also zum Beispiel, wie die Leute damals ausgesehen haben könnten oder was sie da gegessen haben oder sonst wie. Naja, aber jetzt können wir ja trotzdem versuchen, noch den Bogen wieder zu schlagen zu dieser Geschichtsstunde, die, wenn ich es richtig verstanden habe, in den 60ern haben die halt angefangen, diesen Stoff zu entwickeln. Also im Forschungsstand steht auch, es basiert auf, glaube ich, 2 Büchern. Das eine hieß direkt Tora, Tora, Tora und das andere habe ich knapp vergessen. Das fand ich auch spannend, weil in der heutigen Zeit steht ja immer so eigentlich so eingefügt, was basiert auf wahren Ereignissen oder Gegebenheiten. Und am Anfang stand ja richtig drinne, das ist wirklich passiert, das sind die realen Ereignisse, genau so war das. Also so war das sozusagen im Text dann nochmal unten im Kleinen. Ja, die Personen sind alle echt so ungefähr. Ja. Kannst du heute wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen nicht mehr machen oder so.
würde ich tippen. Ja, das war, ist mir halt also so gleich am Anfang aufgefallen, wo ich dachte, ah ja, krass. Ja, es ist auch noch ein Film-Epos, kann man so sagen. Der geht knapp 2 Stunden 20, ein bisschen drüber, inklusive Intermission. Was auch nochmal so ein Ding ist, ist dadurch auch, fand ich, recht gut zweigeteilt gewesen. Also wir haben ein paar Mal während des Guckens kurze Pausen gemacht, wegen natürlicher Bedürfnisse, wie Essen und so. Aber die Intermission war trotzdem, so fand ich, an einem guten Zeitpunkt gesetzt. Ja, bevor es losgeht, ne? Und also was für mich sehr, sehr auffällig war, ist, dass wir wirklich einfach eine Vielzahl eben an hochrangigen Militärcharakteren vorgesetzt bekommen, einfach liegt ja in der Natur der Sache, die aber nicht großartig irgendwie charakterisiert werden oder so. Also nicht, dass wir jetzt noch Vorgeschichten erzählt bekommen oder dass das tief in die Charakterentwicklung geht bei den einzelnen Figuren. Es ist eigentlich für mich eher so gewesen, wir als Zuschauer wissen eigentlich, wie die Geschichte ausgehen wird, also mindestens in ganz groben Zügen, ohne jetzt vielleicht immer dann das jeweilige Einzelschicksal zu kennen. Und die Figuren im Film wissen es ja natürlich nicht genau. Wir haben dann natürlich einmal so diese japanische Perspektive, die irgendwie wissen, ja, wir werden angreifen, weil es natürlich auch da dann interessanterweise unterschiedliche Perspektiven gibt oder Vorstellungen, wie das ablaufen soll. Und dann haben wir ja die amerikanische Seite, wo halt sehr unterschiedliche, deutlich voneinander abweichende Vorstellungen sind, ob jemand angreift, wo jemand angreifen könnte, wie eigentlich so die Lage der Truppen in Pearl Harbor ist, ganz konkret, und solche Geschichten. Also stimmt. Ich habe jetzt, also, was du gerade gesagt hast, habe ich jetzt für mich überlegt, welche, also wenn man das überhaupt so sagen kann, welche Perspektive fand ich persönlich spannender und unterhaltsamer. Also für mich jetzt. Das war jetzt gerade, das hat mich jetzt so gerade ins Grübeln gebracht, deswegen habe ich jetzt ein bisschen länger gebraucht, um auf dich zu reagieren. Ich glaube tatsächlich, dass ich die japanische Perspektive interessanter für mich fand. Das mag aber natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Medien, die ich vorher sozusagen konsumiert habe zum Thema, immer aus amerikanischer Perspektive waren. Deswegen, das ist halt für mich dann das Novum gewesen in der Hinsicht. Ich hatte tatsächlich am Anfang des Films mehr gedacht, oh okay, jetzt wollen sich beide reinwaschen und hochstilisieren und jetzt passt dann gut, wer macht's besser? Das war so mein erster Eindruck am Anfang gewesen, weil die sich ja beide sehr, sehr, teilweise sehr unschuldig und sehr inszeniert hatten und okay, in diesem Fall haben wir die Opfer- und die Täterrolle klar geklärt, aber ja, fand ich sehr spannend. Ja. Na, findest du das, also wenn du es jetzt so sagst, würdest du dann quasi, meinst du damit, dass die Amerikaner sind rein die Opfer und die Japaner sind rein die Täter? Oder wie? Na, also bei dem Pearl Harbor Fall selbst ist es ja offensichtlich, dass es so ist. Also ist auch nicht im generellen Krieg, aber in diesem Fall ist es definitiv der Fall. Also ich muss sagen, ich fand das tatsächlich auch spannend, also ganz grundsätzlich erstmal dieses, dass man versucht, beide Perspektiven zu beleuchten und vor allem im Sinne dieser Filmproduktion, dass man eben auch Regisseure hatte, eben einmal rein für die japanische Seite, einmal eben die US-Seite, dass das erstmal so ein Kooperationsprojekt ja an sich ist. Würde ich dann sagen, damit ist natürlich hier sowas wie Letters from Iwo Jima, Flags of Our Fathers von Clint Eastwood vor ein paar Jahren, oder mittlerweile ein paar mehr Jahren. Oh, das ist schon, das beste Beispiel, ja. So eine Art Nachhall in der Form, dass der ja auch, also ich habe die beide nicht gesehen bisher, aber dass er ja versucht, beide Seiten darzustellen, jeweils in einem Film. Was diesem ihrem Ansatz hier sehr nahe kommt. Das kenne ich so tatsächlich, ja, ist für mich auch eher selten. Aber ich habe tatsächlich die gleiche Entwicklung gehabt wie du. Da musst du da auch an Clint Eastwood und seine Projekte denken und habe auch gedacht, muss mal unbedingt mal Letters from Iwo Jima gucken. Also Flags of Our Fathers habe ich abgebrochen. Was ja untypisch für mich ist, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der immer alles durchzieht. Und ich gucke auch recht viele Kriegsfilme, aber ich finde, dieser amerikanische Pathos, der bei Flags of Our Fathers drin ist, der war mir am Ende zu doll. Und das hat mich dann, ich habe am Anfang noch die Augen gerollt, nachher konnte ich das nicht mehr, deswegen habe ich es einfach ausgemacht. Und ich habe auch keinen Ansporn, diesen Film nochmal von vorn zu starten, aber ich würde auf jeden Fall versuchen, den Gegenentwurf gerne nochmal zu gucken. Mhm. Also das hatte ich auf jeden Fall auch drin gehabt. Und natürlich habe ich mich natürlich auch an Band of Brothers und Pets the Pacific erinnert gefühlt, weil, und das sind nicht
beides fantastische Serien, obwohl ich immer noch zur Minderheit gehöre und finde, dass sogar noch The Pacific ein Ticken besser ist. Aber ich finde beide, das ist ein Meckern auf einem hohen Niveau, weil ich finde die beide sehr stark. Ja. Also was natürlich der große Unterschied ist dann, ist, dass Clint Eastwood, glaube ich, bei beiden Filmen Regie geführt hat. Also damit trotz des Versuchs eben die andere Seite darzustellen, dass ja künstlerisch trotzdem aus der amerikanischen Perspektive geschieht, während das hier ja tatsächlich, wie gesagt, Kunji Fukasaku und den anderen Namen ich mich nicht so gut, Toshio Masude, sind, also dass man wirklich eher, sage ich jetzt mal, nenne das jetzt einfach mal in Anführungszeichen, einheimische Perspektiven dann jeweils hat, die sich da drauf schützen, was ich ganz, ganz interessant finde. Und für mich war eben interessant, weil du eben sagst, sie mit Opfertäter, dass was denn so für verschiedene oder unterschiedliche Haltungen, wie uns das so dargestellt wird, in Japan existierten, dass man also quasi, ja, also Krieg ist halt irgendwie Teil, aber man kann das eben so machen, wie die Armee das will, die, was eben bei der Yamamoto eigentlich gar nicht so gut findet, der Flottenoffizier, und der da eigentlich andere Vorstellungen hat und der dann aber auch sagt, naja, wenn wir jetzt angreifen, dann müssen wir aber auch quasi bis zum Letzten und auch, wir dürfen nicht einfach nur angreifen und wieder weg, sondern wir müssen das durchziehen, weil die sonst zurückschlagen werden, und dann, damit schließt ja auch der Film schließlich dann mit diesem, ich glaube, wir haben zwar einen erfolgreichen Angriff gemacht, aber einen schlafenden Riesen jetzt geweckt. Ja, aber ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass er so in dieser Form das nie gesagt hat, dass weil wir so... Das ist natürlich dann nochmal eine andere Frage, wie dicht jetzt tatsächlich dieser Film an der Realität ist, ne? Abgesehen davon, dass das die Personen sind, die damals existiert haben. Aber also genau, ist natürlich auch die Frage, ist das schon ein Schritt irgendwie zu einer Legendenbildung, oder wollen sich da vielleicht dann auch manche Japaner eben auch so dieses... So wie man das ja in Deutschland auch immer, oder ich dann auch immer mal mitbekommen habe, so von wegen, ja, die SS und die NSDAP, das sind die Bösen, aber die Wehrmacht und die Soldaten, die waren eigentlich nur meistens normale Soldaten, die waren gar nicht die Bösen, die haben halt nur ihren Soldateneid geleistet und haben gar nicht so wirklich was falsch gemacht, obwohl sie natürlich auch im Angriffskrieg beteiligt waren und ne, also dass man... Da kenne ich mich jetzt tatsächlich auch nicht so gut genug aus, um zu sagen, aha, das ist also in Japan gibt es also auch dieses, es gibt die böse Armee und die an der Macht sind, und es gibt die im Militär, die halt in Anführungszeichen nur gute Militärs sein wollten, aber gar nicht mit dem ideologisch-politischen Kurs vielleicht von den Machthabern übereinstimmten. Ja, ich, ja. Und dass man die sozusagen als zwar den Feind anerkennt, aber irgendwie so eine Art Respekt oder Ehre eben dann noch im gegenseitigen Gegenüberstellen hat. So, weißt du, also dass du sagst, also wir könnten, um das eben nochmal aufzugreifen mit Deutschland, eben, dass du sagst, ja, wir können hier den Kampf zwischen zwei Soldaten haben, oder wir haben hier den Kampf Freiheit gegen Faschismus, und dass man eben sagt, es ist ein Soldat, der ist gar nicht unbedingt ein Faschist, sondern der macht eben nur was sein Auftrag ist, so ungefähr, ohne das besonders sozusagen. Also, weiß ich nicht. Also, ich finde, in der Hinsicht ist es auf jeden Fall dem Fall sehr gut gelungen, diese beiden Perspektiven zu zeichnen. Ich hatte auch ich fand auch, dass die eigene Motivation da recht gut dargelegt worden sind. Ich hatte nicht den Eindruck gehabt, als ich jetzt sozusagen der japanischen Position gefolgt bin, dass ich dachte, oh, das sind aber böse, fiese Leute. Und ich fand es in deren Vorstellungskontext, fand ich das nachvollziehbar. Ja. Und ich fand sie dabei auch nicht unsympathisch. Also ich fand, das ist halt so. Und gerade, ich sage jetzt mal, die Soldaten, das Fußvolk und die Flieger, das sind sowieso mit denen, die müssen ja eh das machen, was sie gesagt kriegen. Das ist ja das ist immer. Ja, aber das meine ich ja eben. Genau, das ist ja dieses sehr, sehr gefährliche Feld, finde ich, wo man dann eben sagen kann, ja, und damit entschuldigen wir sie jetzt eben so von wegen, sie waren ja nur einfache Soldaten. Und ja, aber das ist da halt weiß ich eben nicht, wie viel da sozusagen Legendenbildung oder gewollt ist, vielleicht dann eben auch vom Filmemachern, dass man eben sagt, so, naja, Krieg ist jetzt vielleicht nicht das Tollste, aber wenn er passiert, dann ist das schon eine Sache, wo wir uns ehrenvoll und respektvoll begegnen, und die da oben sind eigentlich die Schlimmen. Und, also ich überlege, vielleicht habe ich auch eine falsche Forschung vom Soldaten, aber meiner Vorstellung ist es auch so, und vergib mir das jetzt, wenn ich das jetzt falsch achte, aber ich denke immer, als Soldat, da musst du dich schon hocharbeiten, damit du etwas sagen kannst, denn solange du unten drin bist, musst du halt das machen, was sie dir sagen, weil sonst kommst du halt vor das Kriegsgericht. Ja, dann können wir, wenn jetzt alle Soldaten sagen, also das ist völliger Schwachsinn und das kann ich mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren, für diesen an einem Angriffskrieg teilzunehmen oder so, dann würden die da oben auch einfach komplett dastehen. Natürlich könnten sie die alle erschießen, aber wenn irgendwie jetzt, sag ich mal, 100.000 Soldaten sagen, nein, dann... Na gut, sag, aber wenn du Soldat wirst, dann bist du kein Pazifist in der Regel, und ich meine, ja, auch, dass Soldaten auch eher so Menschen sind, die...
gerne auch Befehle hören, natürlich selber sich zu überlegen. Also, und das jetzt böse zu meinen, ich kann es jetzt nicht verallgemeinern, aber. Also es ist wahrscheinlich auch ein sehr allgemeines Thema und so, was eben, ne, was hat ein Soldat für Rechte und Pflichten. Aber ich wollte es trotzdem angemerkt haben, dass das natürlich so eine Sache ist, wo man dann auch eben genau hingucken soll. Oder wo man eben schauen muss, es ist ein Unterhaltungsfilm am Ende. Und der muss nicht unbedingt eins zu eins die Realität abbilden. Und kann eben vielleicht versuchen, hier Sachen eben ein bestimmtes Licht zu rücken. So wie eben ja auch auf amerikanischer Seite häufig für mich so dieser Eindruck entsteht, da sind viele, die wie vor Ort sind, die wissen, wie es läuft. Und aber je höher der Rang ist, desto weniger werden die Entscheidungen, die da von den höheren Stellen getroffen werden, nachvollziehbar. Ne, so wie eben Jason Roberts als General Short, ich weiß nicht, ob General, aber als der Short eben, der dann sagt, hier, warum stehen die Flugzeuge da alle so rum, so. Ja, unser größter Feind ist Sabotage. Ist Sabotage. Und dann meint er, nee, unser größter Feind ist eben, nicht mal noch, er sagt, die größte Feind ist Sabotage und die anderen sagen, aber wenn jetzt ein Luftangriff kommt, dann stehen alle in einer Reihe, dann wird ein Flugzeug in die Luft gejagt, dann gehen alle hoch. Ja, war ja so. Und dieses, und dann gilt einfach eben, ich bin der höhere Rang, mein Satz gilt. So dieses, ne, also das wird auch eben aufgebaut, dass man eben, das, wo uns als Zuschauer der Eindruck entsteht, okay, da führt halt zusammen, dass vielleicht durchaus gut gemeinte Entscheidungen das aber begünstigen, also dass so nicht komplett alle bewusst irgendwie was falsch machen wollten, gemeinsam, und das sage ich, glaube ich, sondern dass an vielen einzelnen kleinen und größeren Stellen Probleme und Fehler aufgetreten sind und die dann das im Endeffekt natürlich begünstigt haben. Ne? So wie eben hier, ja, was machen wir denn, wenn wir im Radar irgendwas sehen? Ja, dann geben Sie Bescheid. Ja, wie sollen wir denn Bescheid geben? Wir haben gar kein Telefon. Ja, dann müsst ihr halt die eine Meile fahren zur Tankstelle, die haben ein Telefon. Wo du auch denkst, wow, also das, also wo du auch so als Zuschauer denkst, so, ja, klasse, völlig, wenn da jetzt was kommt, dann sollen die erstmal da hinlaufen noch eine Meile bis zur Tankstelle, dann ist alles schon vorbei so ungefähr. Na gut, aber als dann der Angriff erfolgt ist, hatten die ja schon ein eigenes Telefon gehabt, das wurde ja dann doch. Und da kommen wir dann wieder gleich das Nächste, ne? dann melden die das ganz ordentlich und ne, also eigentlich, ihr könnt wissen, dann sagt der andere, ja, mach sich keine Gedanken. Zack. Das war wahrscheinlich was anderes. Ja, man muss, ich glaube, es ist aber auch wichtig, um diese Perspektive verstehen zu können, dass es auch wirklich so war, dass man die Amerikaner zwar damit rechnen, weil dieser Krieg in Gang ist, dass etwas passieren könnte, man aber nicht weiß, wo es passieren könnte. Natürlich würde sich Hawaii als größtes anbieten, aber gleichzeitig ist ja auch so, dass die Amerikaner erstmal isoliert sind auf ihrem Kontinent, die sind ja nicht direkt dran, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Dann vertrauen sie natürlich auch auf die Briten, die sozusagen auch diese ganzen Daten auswerten, wie sozusagen die Pazifikbewegung sind. Das ist wahrscheinlich noch nicht so greifbar, dass es wirklich passiert, dass es immer noch könnte. Aber dass es jetzt wirklich passieren kann auf amerikanischem Boden, das ist weit weg, weil die Entfernung halt einfach da ist. Ja. Ne? Also es ist ein Unterschied, ob jetzt Japan in China einmarschiert und mal hier darüber geht, kommen ja eine andere Möglichkeiten von der Nähe her, als wenn du jetzt immer den ganzen Pazifik kreuzen musst und dann halt auch unbemerkt dabei bleiben musst. Also das ist schon, da kann ich das schon verstehen, dass dann teilweise, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass jetzt die Leute, die diese falschen Entscheidungen teilweise getroffen haben, dass die jetzt unbedingt inkompetent waren. Ich glaube einfach, das war für die nicht so fassbar. Weil das war halt... Naja, dann könnte man ja trotzdem fragen, wenn es für sie nicht fassbar ist, sind sie dann vielleicht nicht kompetent genug, dass sie eben gerade diese Sachen nicht antizipieren können. Ne? Aber ist eben alles, kann man jetzt 100 Jahre noch drüber spekulieren und kann die... amerikanischen Militärs werden mit Sicherheit einige Lehren daraus gezogen haben. Ja, das ist tief und hart analysiert. Aber vielen Menschen machen Fehler, ne? Also, aber es ist natürlich interessant, so diese ganze Sache. Also man hätte ja auch sagen können, wie wäre es denn, oder was wäre wohl passiert, wenn sie gesagt haben, okay, stimmt, wir können die nicht alle hier in den Hafen legen, weil wir dann nicht ordentlich auslaufen können. Einfach die Hafenform ist sehr ungünstig. Und wäre es nicht besser, die Schiffe und Flieger zu verteilen? Und wäre es nicht klüger, selber nochmal Aufklärungsflüge zu machen oder was weiß ich, keine Ahnung. Das war ja am Anfang vorgeschlagen, wo sie gesagt haben, sie haben die Ressourcen nicht. So. Und eben solche Aspekte zusammentreffen. Naja. Also fand ich auf jeden Fall sehr interessant dargestellt, auch so ganz grundsätzlich.
Hat dich das eigentlich irgendwie gestört oder hast du das vermisst, dass wir die Menschen gar nicht so großartig kennenlernen? Dass wir eigentlich immer nur so hier, das ist XY, wird gespielt von Schauspieler sowieso und das ist sein Name und sein Rang? Oder hättest du dir da mehr gewünscht bei manchen? Nö, ich fand das tatsächlich sehr, sehr cool, dass sie am Anfang das halt so vorgestellt haben, dass ihnen einfach in die Situation reingeworfen wurde und dann jeder nochmal sozusagen dann nochmal in Schriftform gesagt gekriegt hat, wer hier Rang hat, welchen Namen hat, dass man das ungefähr einordnen kann, recht schnell. Aber ich finde, bei Kriegsfilmen, da musst du nicht unbedingt diesen Pathos haben, dass du, wenn du nicht gerade einen hast, wo du sein Lebenswerk da verfilmst, dass du da jede Person genau sehen musst, weil die Grundsituation ist ja entscheidend. Also ich finde, das hat mir nicht gefehlt. Mhm. Hast du denn den Eindruck gehabt, dass du da gerne ein bisschen mehr gehabt hättest? Nö, nicht unbedingt. Nee, kann ich nicht behaupten. Also ich habe auch so gedacht, so, ja, es ist natürlich sehr viel so, Männer schicken sich Akten oder schicken sich irgendwelche Zettel und sind halt alle in Uniform und alles ist ordentlich rausgeputzt und so und aber ich finde, der hat einen wirklich ziemlich guten Fluss, der Film. Also der hat für mich ziemlich gut funktioniert da auch. Auch ohne, dass ich jetzt sage, okay, wer ist jetzt eigentlich mein Hauptcharakter sozusagen? Ein, zwei kristallisieren sich so ein bisschen raus oder haben halt ein bisschen mehr Screentime, aber habe das auch nicht unbedingt vermisst. Weil ich das, glaube ich, ein oder zwei Mal irgendwie gelesen, dass so Leute meinten, naja, finde halt irgendwie so einen Charakter, mit dem man mitfiebert. Ich weiß gar nicht, wie ist es, war der Film für dich eigentlich an sich spannend oder, also wir beide haben ja eigentlich gewusst, wie es so, was passieren wird in diesem Hinsicht. Also es war ein Film, bei dem man vorher weiß, wie er ausgehen wird, grundsätzlich. Oh Gott, jetzt fragst du hier die Doku, Uschi. Also ich fand ihn sehr unterhaltsam, ich fand ihn auch sehr kurzweilig. Ich fand es schön, dass diese Vorbereitung und diese ganze Vorgeschehen, auch vor allem den Diplomaten, die Geschichte, das war mal ein neuer Einblick. Der hat mir sehr gut gefallen. Nee, ich fand ihn sehr flüssig und so ein Teil haben gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wie war denn das? War das bei 1 Stunde 20? Bis 1 Stunde 20, glaube ich, geht ungefähr sozusagen die ganze Vorgeschichte, bis dann der Angriff kommt danach? Also bei Stunde 20, kommt, also nach 80 Minuten rund, kommt die Intermission. Ja. Und dann im zweiten Teil, der dann eben nochmal rund eine Stunde geht, kommt dann auch relativ zügig der Angriff und der nimmt dann auch einen ganz schön ordentlichen Teil ein, dieses zweiten Abschnitts. Also was mir zum Beispiel nicht gefallen hat, so was zwar eingeführt wurde, aber total fallen gelassen wurde, dass man gar keine Idee hatte, wie das jetzt gelaufen ist, waren zum Beispiel die beiden amerikanischen Piloten, die erst versetzt worden sind und die dann sozusagen als einzige nachher in die letzten beiden Flieger gestiegen sind, um sich gegen diesen Trupp zu wehren. Oder habe ich das verpasst? Also auf jeden Fall, da wurden die auch gejagt und dann war das weg. Also da weißt du gar nicht, waren die jetzt erfolgreich, waren die jetzt, wurden die gleich abgeschossen? Also das ja, schön, das wurde nicht ganz zu Ende erzählt. Ja, Also das fand ich so ein bisschen, ja, okay. Dafür, dass die aufgebaut worden sind, fand ich das so ein bisschen fallen gelassen. Am Ende, das war das Einzige, was mir so negativ aufgefallen ist. Nö, ansonsten finde ich es auch sehr spannend zu sehen, gerade in der amerikanischen Perspektive, gerade in Anbetracht der Bedrohung, wie unterschiedlich die Perspektiven und Ränge sind und wie die Entscheidungen gefällt worden sind, fand ich sehr krass. Und natürlich, dass natürlich auch die Perspektive eines Admirals, der halt in Washington sitzt, natürlich ganz entspannter und anders ist, als wenn jetzt einer ist sozusagen, als jetzt der Admiral oder General jetzt vor Ort, der sagt, ich muss meine Truppen schützen. Das ist schon klar. Und das haben sie gut rauskristallisiert, dass da keine richtige Transparenz herrscht. Also ich fand zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, welche Position der hatte, der hier in der Brille, der im Büro saß und die Schrift nicht lesen konnte. Achso, das war da, glaube ich, der, also quasi vom Kommunikationszentrum, ne? Der dann meinte, dann schickst per Telegramm? Ja, oder? Also ich finde, das mit dem Telegramm war der krasseste Fehler, einen Angriff per Telegramm zu verschicken. Ja, da hätte man auch mal anrufen sollen oder irgendwas. Ja, das war ja, der meinte, ja, wir haben an alle gemeldet, nur nicht nach Hawaii. Ist wieder schlechte Schwungverbindung. Ja, wollen wir es nicht an die und die versuchen? Ja, warum sollte da die Verbindung besser sein? Schicken Sie ein Telegramm, ne? So sagt er das ja. Mhm. Und er hatte schon davor das eben gesagt, genau mit dem, ich kann die Schrift nicht so gut lesen. Ne? Also wo du merkst, der Breton war das, glaube ich, der halt so die ganze Zeit schon sagt, die Japaner werden angreifen, der sich schon die Woche vorher gesagt hat, hier an dem Samstag werden sie angreifen und sich natürlich die eine Woche dann leider vertan hat in der Hinsicht, weswegen er natürlich auch so ein bisschen misstrauisch beäugt wird, wenn er dann wiederkommt mit, ja, jetzt werden sie angreifen. Na gut, aber das hängt wieder damit zusammen, dass die davor keinen Angriff hatten auf ihrem Boden. Ja, nee, genau. Und dann kommt, also genau, der jetzt eben genau weiß, jetzt hat er hier den Beweis mit, die Japaner haben den Befehl gekriegt, alles zu vernichten, alle Dokumente zu schreddern und um 1 Uhr irgendwann wird es passieren. Also der genau weiß, also die Zeit drängt, wir müssen jetzt schnell machen. Dann kommt er eben zu diesem Kommunikationskollegen und der meint, ja, aha. Ich kann die Schrift gar nicht lesen. Dann schreibe ich dir das jetzt schnell auf und jetzt schickt das ab und so. Und ja, wir schicken dann Telegram, ne? Wo also genau merkst du diese Tempounterschied, der da aufkommt, ja. Wo man eben auch ganz klar sagen könnte,
Also hätte der mal sich ein bisschen mehr reingehängt, der Kommunikationsmensch, dann hätte was verhindert werden können. Ne? Also dass du eben sehr viele Stellschrauben hast, wo du sagst, ah, wenn man diese Schraube ein bisschen anders gemacht hätte, dann wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen oder dann hätte man sogar noch was abwehren können oder sonst wie. Also so empfinde ich das. Wie geht's dir da? Oder hast du gedacht, naja, so war das eben? So ist es halt gelaufen. Ne? Und das ist halt, im Nachhinein ist man immer schlauer, sage ich jetzt mal, liebe Freunde. Ja. Das gibt bei vielen, das kannst du auf ganz viele Ereignisse in der Geschichte sozusagen übertragen. Ja. Mit, ne? Es ist schade, dass es so gelaufen ist, aber ich denke auf jeden Fall, dass das eine Fehlerkette war. Da haben die Amerikaner allgemein, daraus hat die Menschheit gelernt. Also sowas würde nicht mehr passieren in der heutigen Zeit. Heute sowieso nicht mehr. Heute werden die Kriege ja ganz anders geführt. Ganz andere Aspekte, ja. Aber das ist halt immer so und ja, also ich fand es auch tragisch im Moment, aber dann ist die Frage, ja gut, dann hätten sie die Flugzeuge schon gekriegt, wäre es anders gelaufen, die anderen hatten ja trotzdem richtige Torpedos, also das ist schon, die waren ja auch. Ja, das war auch so, ne, der Punkt mit dem U-Boot da noch hier so, ja, wir haben das U-Boot, ja, das ist ein ganz neuer Kapitän und warten wir erstmal die Bestätigung ab, ne, war ja auch der eine Typ und so. Ja. Was ich auch sehr interessant fand, oder interessanter Aspekt war so das Thema Zeit, was ja dann vor allem mit diese verschlüsselten Nachricht der Japaner an ihre Kollegen in Amerika gemacht wird, hier mit diesem Jahr 1 Uhr, wenn das eben 13 Uhr ist, wird irgendwas sein und wir alle rätseln, was ist denn da nun genau, dass wir dieses Gespräch haben, was wie gesagt neu ist in der japanischen Fassung im Gegensatz zur amerikanischen mit den beiden Köchen, ja wir fahren jetzt über die Datumsgrenze und wenn wir jetzt die abschießen, was wird dann sein, ja das geht ja nicht, wie kann denn der Gegner von heute mit den Geschossen von gestern umgebracht werden und so, was also ein bisschen humorig auch nochmal aufgebereitet ist und auch minimal mit Slapstick arbeitet, was dann noch mit dem Suppentesten angeht. Aber dass dieses Element ja immer wieder aufgegriffen wird, so, ne? Und dann im Vergleich, also ich kann mir vorstellen, dass viele andere Filme sehr häufig dem erlegen wären, dass da immer nochmal so eine Einblendung, heute ist dieser Tag, heute ist der 10. November 41, heute ist der, jetzt ist der 11. November. Das war es bei Michael Bay ja auch. Ne? Und ja. Hier hast du halt, du kriegst ganz am Anfang einmal die Hinweistafel, ja, am 7. Dezember 1941, Pearl Harbor Angriff und das ist historisch also relativ verbürgt und die Person kann mal existiert. Und dass du sonst, ja, dann hast du glaube ich ein, zwei Mal, siehst du noch so einen Kalender eingeblendet und dann halt zum Beispiel in diesem Abhörraum sieht man natürlich die verschiedenen Uhrzeiten immer wieder, das ist so ein Aspekt, der da eine Rolle spielt. Es wird eben darüber geredet, ob die dann am Wochenende angreifen, ob es bei Tag, bei Nacht oder wann auch immer das nun passieren wird. Ne? Also dass dieses Element sehr, sehr prominent vorkommt und erinnert mich so ein bisschen, wenn auch das dann da in anderer Form ist, eben an Dunkirk, wo das ja eben auch zum Beispiel mit der Musik aufgenommen wird thematisch, dass man so eine Art Uhrenticken die ganze Zeit hören würde und dass die einzelnen Episoden, die so erzählt werden, ineinander verschränkt ja mit unterschiedlichen Zeitlängen ablaufen und dass das hier eben auch so ein wichtiger Aspekt ist, der, wie gesagt, auch wenn man weiß, oder man weiß eigentlich, wie es ausgeht, wenn man jetzt Pearl Harbor halt gerade nicht komplett gar nicht kennt, davon abgesehen, und dass dadurch natürlich auch irgendwie so eine gewisse Spannung entsteht und man so denkt so, ja, also der Oberknaller in dem aktuellen Bezug wäre dann vielleicht Once Upon a Time in Hollywood, wo man ja auch weiß, naja, wo du eigentlich weißt, so wird es ausgehen und man irgendwie vielleicht erhofft, ja, vielleicht wird jetzt Pearl Harbor doch nicht untergehen, ne? Was völlig Quatsch wäre. Ja, aber das hat man doch eigentlich immer bei Kriegsfilmen, oder? So, ne? Wenn man die Hoffnung hat, ach. Ja, ne? Oder und dann eben so dieses, ah, da ist der Fehler und wenn, ah nein, handel doch richtig in Anführungszeichen, weil dann ja auch die Frage wäre, was wäre dann passiert oder so. Das natürlich nicht eintritt, sondern alles, oder es eben sehr nah an der Realität dann abläuft. Und Once Upon a Time in Hollywood, der sich ja eben schon mit dem Titel sehr als Märchenfilm gibt, der eben ja auch so eine gewisse Spannung daraus ziehen kann, um dann bestimmte Ereignisse anders darzustellen als in der Realität. Obwohl ich Leute bei Once Upon a Time in Hollywood, das haben einige nicht kapiert. Ja, da glaube ich tatsächlich deutlich stärker, dass da viel mehr Menschen gibt im Vergleich zu Pearl Harbor, die nicht wissen, was für Ereignisse da erzählt worden sind oder was wie das ausgegangen ist. Auf jeden Fall diesen Aspekt der Zeit, das fand ich sehr, sehr interessant, sehr schön aufgegriffen und fand es gut, dass eben nicht ständig eingeblendet wird, heute Tag X, Tag Y, Tag Z. Obwohl ich sagen muss, das stört mich bei Kriegsfilmen gar nicht. Und ich fand zum Beispiel den Vergleich zu Dunkirk völlig interessant von dir. Dunkirk war ja auch ein Film, den ich überraschend gut fand tatsächlich. Und da hast du ja nicht nur diese Zeit einblenden, du hast ja noch diese verschiedenen... Tom Hardy. Du hast auf jeden Fall auch da die unterschiedlichen Perspektiven.
tatsächlich dabei mit dem Flieger auch noch und dann sozusagen als Fußsoldat und ich weiß gar nicht, was da noch war. Aber das hat mir auch sehr gut gefallen und ich finde es aber auch, ich finde es erzeugt auch eine gewisse Spannung, auch für dich, wenn du so, manchmal auch so eine, diese Einblendung als Orientierung so hast, dass du genau weißt, wann ist das jetzt, dass du schon zurückrechnen kannst. Das ist ja wie bei Doris Beispiel, aber Band of Brothers ja genauso. Da, ja, da weißt du auch schon, oh, wir kommen jetzt Richtung Mai, es ist bald vorbei. Wer überlebt am Ende so, ne? Aber das ist schon ein spannendes Effekt. Also ich finde, in dem Film fehlt das nicht. Ich finde, der hat das gut gelöst. Aber ich finde, wenn es generell in Filmen verwendet wird als Stilmittel, finde ich das nicht schlimm. Ja. Naja. Ja. Was ich auch eine sehr starke Sache fand, also ist wahrscheinlich auch eben so eine Besonderheit dieses Projekts, dadurch, dass wir eben beide Seiten, beide Perspektiven beleuchten, dass die japanischen oder die japanischen Passagen halt auch wirklich nicht auf Englisch erzählt werden, sondern eben im Japanisch. Oh, das liebe ich ja, also, das finde ich ja super. Also. Ich glaube, dass mittlerweile mancher größere Hollywood-Film da durchaus auch schon weiter ist und dass man eben nicht jeden Ausländer oder jeden nicht englischstämmigen dann trotzdem Englisch sprechen lässt und da eben so ein paar Sätze mausversehen und mit Untertiteln hat sozusagen, aber in der Masse und der bei dieser Länge des Films finde ich das schon bemerkenswert. Das ist nicht selbstverständlich und finde ich durchaus eben bemerkenswert. Ja, aber ich finde das, also ich, jetzt muss ich mal fragen, die Amerikaner synchronisieren auch? Oder gucken die? Also das können wir nicht, ich meinte damit jetzt, dass in Hollywood-Filmen ja eher dann quasi versucht wird, dass keiner irgendwie eine andere Sprache außer Englisch spricht. Oder wenn, dann wirklich nur mal einen Nebensatz oder so. Aber hier so. Ist es ja wirklich, sage ich, also jetzt mal ganz grob, müsste man wahrscheinlich nachziehen oder hat wahrscheinlich bestimmt schon jemand gemacht, so 50-50 Englisch, Japanisch, wer ist, sage ich jetzt mal geschätzt. Und das ist durchaus eine Ausnahme für eine größere Produktion. Ach so, wüsste ich jetzt so aus dem Stand keine. Dass, aber ich finde das eigentlich am besten, um diese kulturelle Identität hervorzuheben. Ja, natürlich. Und auch nochmal hervorzuheben. Ich finde es auch sehr positiv. Ich finde es ja eher Quatsch, wenn in neuen Filmen in die Sprachen zusammenfließen. Naja, ne, das ist eben da schon die Internos und so. Also das, ja, genau, finde ich bemerkenswert. Und, hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich auch sagen. Weil ich bin jetzt verwöhnt, weil ich mich das selber nur so gucke. Für mich eher dieses, nur meine normale Guckgewohnheit, habe ich dann sozusagen da aufgegriffen und fühlte mich da gleich heimisch. Als wenn ich jetzt irgendwie einen asiatischen Film irgendwie synchronisiert gucken muss oder irgendwie anderweitig noch, wo ich dann mal denke, ach, jetzt stimmt, so ist das jetzt. Dann muss ich mich in diesem Moment auch noch umgewöhnen. Das ist immer schon der erste kleine tiefe Fall und dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber nichtsdestotrotz, ich fand auf jeden Fall sehr spannend mit der japanischen Perspektive. Ich habe auch nachher ein bisschen mitgefiebert, kommen die alle zurück, kommen die nicht zurück, was da passiert? Und ich fand auch, gerade auch bei den Amerikanern, ne, können die das abwehren, können die es nicht abwehren? Was können sie abwehren? Ne, ist da überhaupt ein Flieger in der Luft, außer die beiden Jungs, und von denen wir ja nie wieder was gehört haben? Also, wie reagieren die Leute? Also, ich habe zum Beispiel, vielleicht ist das sogar realistisch, ne? Aber was mir vielleicht durch meine andere Filme, die ich schon gesehen habe, ein bisschen komisch vorkam, ist, als dann der Angriff selbst erfolgt in Pearl Harbor, dass alle so langsam sind. Also, Soldaten, die gehen im schnellen Schritttempo raus, anstatt aber zu rennen oder. Ja, die meisten, also. Für mich wirkt das eben häufig auch so, die können das gar nicht glauben oder fassen, ne? So wie wenn dann die ersten japanischen Flieger wegfliegen und dann sagt der eine, hör, was soll das? Also den werde ich aber anzeigen wegen Verletzung der Flugregeln und sowas, ne? Weil die einfach denken, die glauben einfach nicht, dass das passieren könnte oder dass das gerade tatsächlich passiert, wie die Kapelle, die da spielt auf dem Schiff, ne? Und dann das Spiel ganz schnell und dann laufen plötzlich alle weg, weil die plötzlich anfangen zu schießen und so. Mhm. Ja. Ich würde das noch ganz kurz mit dem Japanisch abschließen wollen. Ja, klar. Genau, also wir haben ja die japanische Kinofassung geguckt. Wir haben Originalton mit englischen Untertiteln geschaut und ich habe halt gerade noch kurz überlegt, wie ist das wohl in der Synchro? Ist dann einfach alle sprechen alle Deutsch? Das möchte ich gar nicht wissen. Oder ist halt die Amis sprechen synchronisiert Deutsch und die Japaner sprechen Originalsprache? Wissen wir nicht, gucken wir jetzt auch nicht mehr nach oder so. Aber da kann ich mir dann auch vorstellen, dass die Deutschen dann gesagt haben, okay, bügeln wir drüber, alle sprechen Deutsch. Wo ja dann auch schon wieder, finde ich, glaube ich nicht, sehr viel Füllung. Das würde ja gar nicht passen. Das ist eine völlig unerhebliche Frage, ne? Ob das passen würde. Wenn man danach geht, dann passt sehr vieles nicht. Naja, aber das ist Spekulation und um damit wir auch nochmal kurz festhalten, wie wir den Film eigentlich geschaut haben. Genau, ja. Obwohl da auch in der japanischen Fassung haben, immer wenn die Leute angesprochen worden sind direkt oder solche Sachen bekommen wie ich verstehe oder danke oder bitte, solche Sachen wurden nicht synchronisiert.
Also untertitelt. Untertitelt, ja genau. Es waren, manchmal habe ich so gedacht, fehlt jetzt gerade ein Untertitel oder soll man einfach so... Ist halt, also es wurde nicht gemacht. Also ich dadurch, dass ich ja öfter japanische Serien gucke, manche Vokabeln kriegt man ja schon so rein, weil die häufig kommen. Also ich habe das dann immer verstanden, was sie gesagt haben in diesem Moment, weil ich diese Vokabeln durch meine Serienschauerei kannte. Aber ich habe so gedacht, naja, diesen Luxus hast du wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe dann, genau, also zum Beispiel, wenn hier diese quasi Amtsübergabe ist, ne, wenn Yamamoto den anderen ablöst oder... andersrum oder der andere halt weiterzieht, da kommen die halt in diesen Raum, setzen sich gegenüber und dann sagt der eine Chaba Chaba, dann sagt der andere Chaba Chaba. Also ich habe gefühlt, also mein Eindruck war, okay, die sagen beide genau das Gleiche, ist wahrscheinlich irgend so eine Begrüßungsformel militärisch, ne? ohne dass ich es jetzt weiß. Ich gehe nicht davon aus, dass die jetzt gesagt haben, ey, dein Hosenstall ist offen. Ey, dein Hosenstall ist auch offen. Ja, ne? Sondern, die haben gesagt, hier ist Sokka und Indiska und ja, so. Also ich gehe eben davon aus, das waren schon so... Genau, also ne, wie ich eben manchmal sage, ne, ja okay, jetzt guckt jemand einen Film erst, also wenn bei uns im Kino Leute kommen und sagen, ach so, der ist jetzt im Original mit Untertiteln, ach, ich weiß nicht, verstehe ich ja nichts, wo ich so denke. Hör nicht mit. Doch, also du, selbst wenn du nicht die Wörter kennst, was sollen die manchmal groß anders sagen? Also jemand gibt einen anderen einen Stift und Papier, dann wird er wahrscheinlich Danke sagen. Und egal, ob ich das jetzt 1:1 verstehe oder der vielleicht doch gesagt hat, Danke oder so, aber ne, also der Grundgedanke ist ja, wir Menschen haben schon so ein Gespür dafür irgendwie, wie sich andere Menschen auch verhalten, auch wenn es vielleicht ein anderer kultureller Hintergrund ist oder so. Aber das grobe Inhaltliche kriegt man einfach, erfasst man trotzdem, auch wenn man es nicht verstanden hat. Dann. Ja, das sehe ich auch so. Das kannst du ja auf alle Nationen übertragen. Das ist für sich auch so. Ja. Oder vielleicht bevor wir zu dem großen Angriff kommen, würde ich noch ein bisschen so auf die Inszenierung, über die Inszenierung sprechen. Das ist ja immer nicht so dein Lieblingsthema. Das heißt Lieblingsthema, ich kenne mich da nicht so aus. Ich will da immer nichts Falsches sagen, weil ich mich da gar nicht so in der Materie befinde. Das sind diese Momente, wo Christian heiß vermisst wird von mir. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe den Eindruck gehabt, der ist hochklassig inszeniert, ganz grundsätzlich. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Kamera war häufig eher zweckmäßig als, okay, jetzt überlegen wir, wie können wir eine supergeile, riesen Megaperspektive nochmal einbauen. Ein paar Mal waren schon so Sachen dabei, das war, glaube ich, eher gegen Ende, wenn Yamamoto so im vermeintlichen Halbschlaf so an der Schiffswand sitzt und dann kommen die Leute rein. Und dann haben wir einmal so, die Kamera ist knapp hinter seinem Kopf positioniert und wir sehen ihm, also so unscharf seinen Hinterkopf und den Rest des Bildes. Ist auch immer sehr schön die Leute aufgestellt in den Bildern, das durchaus. Und dann kommt so dieser Schnitt und dann sehen wir ihn wieder da an der Wand und denke ich immer so kurz, ja krass, da passt natürlich keine Kamera hin, so diese Wand und der Kopf, also die müssen entweder, haben die Wand vorher abgebaut, um das einmal zu filmen und dann kommt die zweite Filmrunde und Dings, ne? Wir haben auch manchmal ein paar, was man so als Anschlussfehler kennt hier, wenn, das war zum Beispiel Joseph Cotten, wenn er da an dem einen Besprechung ist, dann hat er sich gerade an die Wand gelehnt, dann kommt der Schnitt und dann steht er plötzlich wieder einen Meter vor der Wand, wo du denkst, wie soll das jetzt gerade geklappt haben, oder der eine ist so zurückgelehnt mit der Zigarre am Mund, dann kommt der Umschnitt und dann hat er die Zigarre direkt am Aschenbecher und spricht aber seinen Satz weiter, man weiß ja. Aber wo ich dann auch denke, ja, ist mir scheißegal. Aber wo ich dann immer so drüber nachdenke, ja, wie haben die das wohl gelöst? Nur heute kannst du theoretisch ja dein Handy oder die billige, nicht immer eine billige Kamera, auch eine teure Kamera, relativ klein, kannst du tatsächlich so zwischen dem Kopf und die 20 Zentimeter dahinter befindliche Wand positionieren und müsstest das wahrscheinlich nicht umbauen, das Set, oder da den Aufbau nochmal neu machen. Aber das, genau, nee, da finde ich, merkt man durchaus schon die Klasse. Obwohl ich sagen muss, wenn man jetzt sozusagen, wir nehmen jetzt mal nur die Zeit, bis der Angriff kommt, ne? Also, da fand ich schon, dass die japanischen Perspektiven vielseitiger und schöner inszeniert waren als die amerikanischen in dem Bereich. Also gerade auch Gott, weil die auch das Glück hatten, weil sie auf dem Flugzeugträger waren, die konnten mit dem Sonnenuntergang und Sonnenaufgang sozusagen auch viel arbeiten, dass die sozusagen, wenn das so entgegengestrahlt wird und so heroisch inszeniert wird, oder mit dem Sonnenaufgang und so, das, also ich jetzt irgendwie nicht, dass sich in den Wolken spiegelt. Also die hatten, fand ich, hatten da teilweise schönere Möglichkeiten, als wenn du jetzt einfach nur in Hawaii im Flugzeug da. Ja, also ich wollte gerade sagen, also bei den amerikanischen Szenen haben wir ja viel, wir sind irgendwie in Innenräumen und die Männer reden miteinander und hier, ich überbringe die Botschaft, ja, ich überbringe die Botschaft, nein, wir machen das nicht, rufen Sie den an, da sind wir viel drin, und bei den Japanern hast du, also Ausnahme, wir haben dann schon auch mal ein paar geile Naturaufnahmen, so, also gerade auch so Totalen, hier gerade, wenn das jetzt hier mit dem Radar aufbauen, hier werden wir es da oben hinstellen auf dem Ding, aber wir kommen da nicht hin, weil die Naturschutzbehörde sagt, ja, da sind wir auch mal draußen im Vergleich dazu. Und bei den Japanern haben wir dann tatsächlich gefühlt mehr Aktion, weil wir eben viel auch auf den Schiffen sind, wo sich dann auch mal quasi gerade bei den Flugzeugträgern eben auf Deck was abspielt und eben nicht nur, wo man dann auch schnell mal erkennt, dass das natürlich ein Set ist und nicht original, wenn die da auf der Brücke stehen oder so. Aber dass wir da ein bisschen mehr im Verhältnis
abwechslungsreicher haben gefühlt als bei der amerikanischen Seite, in der nicht, dass es da mal durchaus ein bisschen mehr wirkt. Obwohl, was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt fehlplatziert ist, aber das war mein Gedanke in dem Moment, war auch relativ am Anfang noch gewesen bei den Amerikanern, wenn die auf Hawaii sind und der eine, die beiden Admirale sozusagen miteinander reden und er dann so bittet, dass man halt auch diesen Schutz und diese Flotten auch mal aus, dass die Flotten auch mal eingesetzt werden. Und dann steht er vor diesem Fenster, sozusagen vor dem Hafen, und du siehst richtig die Fließbewegung von dem Wasser. Das fand ich ziemlich cool. Ja. Weil heutzutage hast du ja relativ häufig statische Bilder, dass man nicht, das wirkte halt für mich so, die stehen wirklich vor diesem Fenster. Und das ist dann halt dieser realistische Fluss. Heutzutage hast du ja halt oft dann eher so im Hintergrund, dass es dann halt digital eingeblendet ist, Hintergrund oder so ein stehendes Bild, dass da solche Sachen vermieden werden, wo auch Bewegungen so sind. Und das ist mir halt sehr positiv aufgefallen. Ich höre gerade, das eine Mal, da ist hier der Typ, wo du meinst, oh, wie wachsen mal die, meine ich die Augenbrauen, ne? Ja, die meine ich auch. Genau, da war die Szene, also da gab es, genau, da war im ersten Moment, hat man richtig gesehen, das ist jetzt eben nicht zwei zusammengefügte Bilder. Und dann kam so dieser Schnitt, wo er dann größer ist und direkt am Fenster steht. Und da hat man, finde ich, gesehen, aha, das ist jetzt eine Projektionsgeschichte. Also sie haben beides aufgenommen, aber dann eben zusammengefügt. Und auch so dachte, ja, aber im Bild davor habt ihr es doch so gemacht, lass das doch so. Also war eben auch immer wieder beeindruckt davon, wo ich so dachte, gerade auf einem Meer und so, ist das jetzt eine Miniatur? Ja, ich glaube, das ist eine Miniatur, so wie das Wasser schäumt. Das muss eine Miniatur sein. Und dann aber auch wieder, ist das da jetzt ein Matte Painting? Also es ist hier, haben wir hier im Vordergrund Wasser, aber es ist wahrscheinlich auch nur so eine maßstabsmäßig verkleinerte Bühne eben mit viel Wasser und da hinten ist dann eben das Ding und dann, da hinten, wo ich jetzt gesagt hätte, das ist ein gemaltes, da spritzt auch das Wasser oder haben sie es halt so gut getrickst, dass ich denke, das ist Wasser. Also das war schon, fand ich sehr imposant und ich habe immer wieder überlegt, ist das jetzt noch echt oder ist das, ich kann es nicht genau sagen. Also war schon beeindruckend, ja. Ja, das fand ich auch. Da bin ich ganz bei dir. Sehe ich genauso. Das hat für mich auch sehr viel dazu beigetragen, zur Authentizität, dass man immer wieder Originalaufnahmen hat. Und wenn wir jetzt, sag ich mal, zum Angriff kommen, da habe ich ja tatsächlich so gedacht, jetzt kommen wahrscheinlich wieder so Sachen, wo man dann erkennt, okay, hier ist irgendwie so ein 10 cm großes Flugzeug, was sie in die Luft gesprengt haben und dann kommt der Schnitt und dann läuft jemand weg und man erkennt aber, oder das brennende Flugzeug ist direkt hinter ihm und man sieht dann aber eben, ist doch irgendwie eine Projektionsgeschichte wieder zusammengefügt, dass da nicht wirklich jemand in der Nähe war. Also das war so meine Erwartungshaltung. Also ich möchte an dieser Stelle sagen, okay, Max hat das jetzt schon aufgebaut, aber ich saß ja neben ihm und wenn man einen staunenden Menschen sehen möchte, der beeindruckt ist die ganze Zeit und einen genau diesen Blick haben möchte, ich habe ihn gesehen. Ja, und was wir eben, genau, was wir kriegen ist, also wir haben glaube ich auch ein, zwei Mal so Miniaturen, aber es ist so dermaßen viel echt, also grundsätzlich ist es erstmal echt, weil halt noch keine Computer da waren, die, ich hatte jetzt hier zuletzt zum Beispiel bei Bad Boys 3, kommt am Ende so ein Feuerwalze und dann denke ich auch so, ja, es reißt mich halt nicht so mit, weil ich halt erkenne, okay, das ist so aus den Rechnertiefen wurde dieses Feuer gemacht, das ist nicht echt und da fliegen halt ständig Sachen in die Luft und nicht nur das, das sind Szenen, die würden heute, glaube ich, nicht mehr so gedreht oder zumindest nicht mehr in Hollywood-Produktionen, weil so Versicherungsschutz und sonst wie was da in der Nähe von Menschen in die Luft fliegt und wie ich da manchmal denke, Alter, ich weiß nicht, ob die genau wussten, wo das brennende Flugzeug jetzt langfliegen wird, einfach auch, weil man es nicht genau kontrollieren kann, so dicht wie das an dem Typen da vorbeifliegt oder über den Typen gerade fast rüberrollt. Also das war ungeheuer beeindruckend, sowohl was die Explosionen und Sachen an Boden angeht, als auch die ganzen Flugaufnahmen. Selbst die Flugaufnahmen, klar hast du dann gesehen, wenn dann mal irgendwie so das Cockpit gezeigt wurde, ja, das ist jetzt halt rein projiziert und so, klar, da schon. Aber grundsätzlich, wenn die da in Formation fliegen und alles, das war alles gefilmt. Das war also auch nicht so aus wie, wir haben hier irgendwelche Archivaufnahmen, die dann gerade wieder mit einem anderen Filmmaterial aufgenommen sind, weswegen die plötzlich deutlich körniger sind oder unschärfer wirken, weil sie halt aufgepustet worden sind. Das kam, glaube ich, ein, zwei Mal schon noch mit vor, dass ich dachte, okay, das ist jetzt vielleicht ein Archivmaterial oder so. Aber grundsätzlich bin ich davon überzeugt, das wurde alles mit dem gleichen Filmmaterial gedreht. Also haben die das für diesen Film gemacht. Also die Frage, was ich mich zum Beispiel gefragt habe, ist es so, jetzt haben wir ja am Anfang herausgestellt, sozusagen die Japaner haben sich für sich selbst gedreht, die Amerikaner für sich selbst gedreht. Ist denn der amerikanische Angriff auf Pearl Harbor eine rein, oder fällt es komplett noch in die amerikanische Sache rein oder haben die Japaner da mitgemischt? Gute Frage, keine Ahnung. Kann ich natürlich nicht mitteilen. Vielleicht steht es in den IMDb-Trivia oder so, aber ja genau, ne? Oder das haben die sich dann alle zusammengetroffen und das große Finale wurde halt von allen zusammen koordiniert gemacht. Also es muss ja auch eine riesige Koordinationsgeschichte sein, wenn du überlegst, wenn du das da in dem Hafen einmal abfackelst und so, das kannst du ja nicht einfach sagen, okay, machen wir morgen nochmal oder so. Dann kostet ja auch ein gewisses
Geld und dann nochmal, selbst wenn das nur Attrappen oder Nachbauten von irgendwelchen Schiffen sind aus glaubwürdigen Pappmaché oder so, das kriegst du ja auch nicht innerhalb von 2 Tagen. Oh, komm, wir brauchen mal noch 3 Schiffe, die wir jetzt auch nochmal abfackeln. Da wird ja schon so ein bisschen gewesen sein. Es sollte jetzt auch klappen oder beziehungsweise je nachdem, ob es klappt oder nicht, wir müssen diesen Shot verwenden. Also, ja, ja. Aber, also ja, wie gesagt, wenn da die ganzen Flugzeuge in die Luft fliegen und dann teilweise auch so, oder wenn der eine Laster, wo man noch sieht, okay, der Typ, der am Steuer saß, der hat sich jetzt zusammengekauert, aber kannst trotzdem nur hoffen, dass das die Wand, durch die er da gefahren ist, trotzdem irgendwie, die sah schon halbwegs stabil aus. Das war kein reines Pappmaché oder sonst wie was jetzt völlig schmerzfrei über die Bühne gegangen sein wird. Also war, wie gesagt, ich war enorm beeindruckt, hatte ich so nicht erwartet. Das habe ich gemerkt. Nee, fand ich aber auch stark. Also ich finde es auch stark gemacht. Also auch gerade so mit dem, auch teilweise, wenn die Leute brennend am Boden liegen und ja. So ist eine Aufnahme und der hat gefühlt nichts weiter an. Also das ist... Diese kurze Überlegung, schreit er jetzt, weil er schreien soll für den Film oder ist das Feuer jetzt doch so doll? Auch wenn der Typ ihn jetzt gerade löscht. Ja, also doch, da waren schon, ich fand auch, das waren sehr, sehr starke Aufnahmen. Ich fand auch tatsächlich sowieso natürlich diese Landschaft von Hawaii, die ja wunderschön und idyllisch und friedlich wirkt, auch gerade mit diesen Einspielern, mit dieser friedlichen Hawaii-Musik. Ja, ne? Und dann kommt halt das am frühen Morgen, am Sonntag, wo alle golfen fahren wollen oder reiten oder was weiß ich, was die da machen wollen. Es war schon ein sehr schöner Kontrast und so war es ja letztendlich dann auch. Das fand ich schon stark. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, das habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen, das hätte ich vorher schon mal reinbringen sollen, ist, dass ich die Frauenrollen in diesem Film sehr bedenklich fand. Also aus japanischer Sicht, die einzigen Frauen, die wir sehen, sind Geishas, die halt total die Soldaten-Ju zujubeln. Ja, einmal ganz kurz, genau. Ja. So, und dann bei der amerikanischen Seite, die einzige Frau ist ja eine Sekretärin und dann, ich weiß gar nicht, ob das die Ehefrau war oder was. Ich wollte sagen, das eine war schon, also die mit ihm im Auto umherfährt, ne? Die ja, das ist Präsent die zweite, die ich meine. Okay. Die erste, ich meine, ist wirklich die Sekretärin, die nachher stimmt, die ersten Arbeiter mit rein zurückholen soll. Bei dem Code-Entschlüsselungsding, ja. Ne? Genau. Ja. Ja. Und tatsächlich, also dann halt die Ehefrau, ne? Also dann fahre ich so. Und für ganz Hawaii siehst du aber keine einzige Frau. Da gab es ja auch Krankenschwestern und ähnliches. Außer die Fluglehrerin. Genau, die Fluglehrerin, die habe ich so reichend. Aber wir haben einmal die Aufnahme von Leuten, die auf den Feldern sind. Ja, toll. Wo ich aber Arbeiterin. Ganz, aber da sag mir mal ganz kurz. Genau, da habe ich so gedacht. Das waren die 130 Asiaten, die wohl Angst hatten, dass die Sabotage machen. Das war tatsächlich so ein Moment, wo ich so dachte, ich glaube, es soll jetzt Hawaii sein, aber sollen das jetzt eigentlich... Insel-Ureinwohner sein, die halt tatsächlich nochmal anders aussehen als in Anführungszeichen der Durchschnitts weiße Amerikaner oder sind das doch irgendwie auch Asiaten oder ist das halt so, naja, da also haben sich halt mehrere Kulturen mittlerweile über die Jahrhunderte auch gefunden auf diesen Inseln und einfach vermischt und könnten eben auch in Frieden zusammenleben. Also Hawaii oder ist ja einfach auch viel zu viel reingelegt, weil es einfach nur 5 Sekunden ist. Nein, diese Hawaii Aufnahme. Hast du ja auch so, ich sag mal jetzt mal, naja, ist The Rock nicht von Hawaii ursprünglich? Dwayne Johnson. Ne, der hat also diese schöne, also diese wunderschöne Hautfarbe, ich weiß gar nicht, wie nennt man die denn? Also die haben sich sonnengebräunt. Naja, aber ich verstehe schon. Ist egal, auf jeden Fall das halt. Und der hat ja auch so einen leichten asiatischen Einschlag, aber die, damit ihr uns nicht falsch versteht, wir wissen schon, dass der Hawaii nicht komplett weiß bevölkert ist, sozusagen. Das klingt jetzt auch wieder so, wie ich das sage, das klingt auch hart. Also, ich bin mir zu direkt, das kann man mir falsch verstehen. Ja, wie heißt das? Phänotyp, ne? Ist das, glaube ich, die Erscheinungsbilder? Der Punkt an der Sache ist, so wie das inszeniert war in diesem Film, sahen es aus, waren es wirklich Japanerinnen, die sahen aus wie Chinesen, weil die diese Spitzhut aufhatten, diese Reishut aufhatten von den Feldern. Man hätte schon können, die haben Reis angebaut auf Hawaii. So sah das aus. Und, genau, es war also so oder so, es war halt ein Moment von gefühlt 5 Sekunden, wenn überhaupt. Ja, aber das ist mir, wenn ich diese ganzen Informationen zusammenbringe, finde ich, ist dieses Frauenbild extrem. Wo ich da tatsächlich auch mit gerechnet hatte, weil ich so dachte, naja, wir werden jetzt halt sehr viele Männer mit unterschiedlich stark grau ausgeprägtem Haar sehen, die sich irgendwelche Sätze an den Kopf knallen und dann kommt irgendwann halt das große Geballer sozusagen. Und ob da jetzt überhaupt, ich habe tatsächlich auch überlegt, naja, kommen überhaupt Frauen vor und dann, ach ja klar, sozusagen in der Sekretärrolle als quasi Vorzimmerdame, wie es dann noch so hieß. Und eben, wenn er seine Frau da umherfährt. Oder seine Frau ihn umherfährt. Ja, das meine ich nämlich. Das ist für mich so ein bisschen. Ich bin ja keine Feministin, aber In der Hinsicht, also wenn man jetzt so diese Perspektive mal einnehmen möchte, ist das mit der Fluglehrerin ja tatsächlich noch doppelt und dreifach interessant, weil. Also ne, wir haben dann eben einen Flugschüler, so ein knallgelbes Doppeldeckerflugzeug. Doppeldeckerflugzeug, das ist ein Wasserflugzeug. Doppeldecker, zwei Dinger da.
Auf jeden Fall fliegen die, ist er Flugschule, er ist, soll so ein bisschen, na, völlig überraschend, wenn es Flugschule ist, er ist natürlich noch unerfahren und ein bisschen unruhig des Dings. Und dahinter sehen wir dann, wie die ganzen japanischen Flieger näher kommen. Und sie ist natürlich als Lehrerin, weiß sie natürlich, wie man fliegt. Und dann kommt so dieses, ja, versucht das Flugzeug ruhig zu halten. Dann guckt sie so, sieht die ganzen japanischen Bauer, ich übernehme jetzt. Und dann kommt so eine total halber Überschlag, Kreisel runter. Und ich denke so, ja, viel Spaß. Der Pilot, also der in Ausbildung ist, der wird doch, wenn er unten ankommt, erstmal, erinnert mich so an Stefan Raab hier, weil er sagt, wo Stefan Raab mal in den Flieger gestiegen ist. Und dann so, ja, das Gesicht. Und daran musste ich so ein bisschen denken, na, so wird es dem doch jetzt auch gehen, wenn du so kommst, in der einen Sekunde, ja, halte mal das Flugzeug ruhig und dann nächste Sekunde, ich übernehme und dann kommst du dieses, ich fliege hier jetzt direkt nach unten im Superkreisel. Also liebe Leute, also ich lache jetzt aus so verschiedenen Gründen, einmal weil ich das Bild von Stefan Rapp in Erinnerung habe und zum anderen, weil Max das perfekt nachgestellt hat. Herrlich. Ja, aber ich habe auch in diesem Moment gedacht, ich habe ein bisschen die Panik des Flugschulers vermisst, als er sozusagen noch fliegen musste und alle Japaner neben ihm waren, dass er da gar nicht drauf reagiert hat und nur auf seinen Knüppel geguckt hat. Aber der musste sich konzentrieren, dass er das Flugzeug da ist. Also das ist mir ein Gefühl, der hätte man noch einen Gag rausholen können. An der Gag. Ja. Ja, für mich war einfach dieses, wenn sie sagt, ja, ich übernehme und denkst so, okay, jetzt fliegt sie sozusagen weg. Nein. Wir machen hier den Kreisel, wir machen die Schraube. Ja, ich habe auch so gedacht, ja, damit du auch ja, auffällst, damit sie nicht alle gleich schon abschießen können. So, ne? Hat ja eh schon dieses super knallgelbe Flugzeug. So viel zu diesem todernsten Film. Ja, du hast sowieso bei dem Film sehr, sehr häufig gelacht. Achso, ja, das habe ich noch nicht angebracht. Ich fand starkes Drehbuch, vor allen Dingen in Bezug darauf, dass sehr, sehr schöne Sätze teilweise gesagt werden, die ich natürlich nicht gemerkt habe. Eine Szene. Einen kann ich sagen. Und zwar war das mit den Geishas, wo er dann meinte so, ja, die Soldaten locken die Geishas an, aber die verschreiben die Fische. Das ja, stimmt, genau, der Fischer da, ne? Mhm. Ja, diese Flieger, sie locken die Geishas an. Genau, und das andere war, die Amerikaner machen mit ihren Torpedos, ich weiß gar nicht, ob das Torpedos offiziell sind, oder, also die fliegen und sollen Ziele im Wasser treffen. Und ne, dann stehen also die da. Also das ist halt so ein großes Frachtschiff und die hat sozusagen diese Wasserspur sollen sie treffen. Ja, genau. Ne, die haben da halt so ein der zieht halt mit einer Leine so ein Ziel hinter sich her, was die da aus Testgründen treffen sollen. Und gefühlt haben anscheinend schon 10 Leute sich versucht, aber alle daneben gehauen. Und dann sagt er, also, aber jetzt kommt hier Superschütze XY, der trifft, glaube ich, auch. Und dann sind alle ganz kurz, oh ja, jetzt haben sie wahrscheinlich endlich hinbekommen, sich das ordentlich zu merken oder kriegen sie endlich hin und haben ein Gefühl dafür. Dann kommt der Nächste und der schießt auch wieder 10 Meter weiter daneben und so. Ja, der war schon ganz schön vorbei. Und dann sagt der Typ mit den Augenbrauen, sehr frei, ja, tell him he couldn't hit a bull's butt with noch irgendein Wort mit B. Es war halt so alliterationsmäßig BBB auf jeden Fall in dem Satz. Und ich dachte, ja, das ist ein schöner Drehbuchsatz auf jeden Fall gewesen. Und das andere war auch dann, ich weiß nicht, ob es bei den Diplomaten war, aber irgendwo waren noch so 2, 3 Sätze, wo ich dachte, ja, krass, merkt man natürlich, also habe ich so gedacht, ja, man merkt es irgendwie Drehbuch, weiß jetzt nicht, ob die das in echt sagen würden, aber es ist super, um den Film, um die Situation zu beschreiben und auch die quasi das nächste Kapitel zu eröffnen sozusagen. Also das fand ich, da waren schon sehr schöne Sätze dabei, wie gesagt, habe ich mir einfach nicht gemerkt. Kann man mit Sicherheit bei den IMDb-Zitaten oder so auch nachgucken, da stehen die bestimmt. Genau, das fand ich auch ziemlich gut geschrieben, ja, häufig. Also, was ich zum Beispiel auch sehr spannend fand, den hätte ich sogar noch ein bisschen mehr ausgebaut gewollt. Ich kriege diesen Satz nicht hin. Ich hätte den gerne, ich fand den einen Handlungsstrang. Ich hätte gerne mehr von gesehen. Den ich gerne mehr gesehen hätte. Und das war halt, wie gesagt, was ich am Anfang schon angesprochen hatte, diese Diplomatensache. Dass ja sozusagen auch immer sozusagen der japanische und der amerikanische Diplomat zusammenkommen und die Unterredung haben. Und dann kriegt er sozusagen ja dieses gesagt, ja, bis um 1 Uhr müsst ihr das abgeben so. Und das verzögert sich natürlich nach hinten und dann liest er ja diesen, das ist ja letztendlich, ich weiß gar nicht, ich habe das gar nicht so richtig verstanden, warum die ein Ultimatum schicken wollten, weil der Angriff war ja eh sozusagen fest geplant, hätten sie ja gleich eine Kriegserklärung auch schicken können. Nee, genau, der Punkt sollte sein, es sollte natürlich ein Überraschungsangriff sein, deswegen wollte ich sagen, und sie wollten es dann so machen, quasi, in dem Punkt kenne ich jetzt die Genfer Konvention auch nicht so genau, dass sie sagen, okay, wir erklären euch den Krieg und dann hat man anscheinend ein Zeitfenster von 30 Minuten oder so, in dem man, wenn man nach den Genfer Konventionen anscheinend geht, nicht angreift, und aber nach 30 Minuten, dann kann der Angriff erfolgen.
Deswegen hat ja Yamamoto. Die Ehre des Krieges, ja. Ja, ja. Ne, also mhm. Und dann hat ja Yamamoto nachher gesagt, hier, der Angriff erfolgte 55 Minuten, bevor das überhaupt die Kriegserklärung offiziell übermittelt worden war oder so. Also nehme ich, so habe ich mir das zusammengereimt. Mhm. Dass das deswegen, also dass man sagen kann, ja, wir haben euch angegriffen, aber wir haben euch ja 30 Minuten vorher, habt ihr ja Bescheid gewusst, dass wir im Krieg sind, so ungefähr. Als wenn man eben sagt, wir greifen euch an und dann sagen wir, achso, übrigens, wir erklären euch den Krieg. Wie gesagt, dieser Teil mit Ehre, Respekt, militärisch, wo ich mich sowieso nicht gut auskenne und wo ich auch sage, ja, das hat für mich auch nichts mit Ehre oder Respekt zu tun, weil es in beiden Fällen einfach völlig unmenschlich ist. Aber also das ist eben geht noch darum, ganz, dass sie sich nicht an die Regeln gehalten haben. Naja, und, ja? Aber es wurde, also zumindest war ja das so ein Punkt hier, wo auch der Yamamoto sagt, naja, also wir müssen schon uns an die Sache halten und wir müssen, oder auch dieses, wenn jetzt die doch nochmal diplomatische Beziehungen aufnehmen, dann müssen wir auch wieder umdrehen mit der Flotte und dann gucken ja alle so ein bisschen komisch, so, was, wieso? Ne? Also das ist ja auch noch, das ist ja auch einer der Sätze, die glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die bei der einen Doku oder so als Titel genommen wurden hier, there's no last word in diplomacy. Also in der Diplomatie gibt es kein letztes Wort so ungefähr. Ne? Man kann immer miteinander reden oder wieder miteinander reden und solche Geschichten. Ja, ich finde immer die Rolle von Diplomaten in solchen, also allgemein in historischen Sachen sehr, sehr spannend, weil ich finde allgemein ist ein Diplomat ein sehr bewundernswerten Job hat. Also ich habe da riesen Respekt vor und stell mir das auch sehr, sehr oft schwer vor, weil du halt einerseits ja dein Land präsentierst und in Kontakt zu deinem Land hältst, aber gleichzeitig halt auch, wenn du über Jahre, über 20, 30 Jahre jetzt in den USA jetzt in diesem Fall lebst und den Leuten ja auch eigentlich privat schon fast verwandelt bist und dann sozusagen, wenn dann das Land den Krieg erklärt, dass du dann halt genau zwischen den Stühlen sitzt und du musst das halt akzeptieren, finde ich immer eine sehr, sehr spannende Rolle. Das habe ich, ein doofes Beispiel, aber das habe ich damals auch bei Tudors gedacht. Also, da war das auch sehr, sehr schön dargestellt, diese Diplomatenrolle, weil das ist ja nun mal und dann immer dieser Spruch, don't kill the messenger, ne? Also ich bin ja nur der Überbringer, ich habe mit dem Inhalt der Nachricht nichts zu tun, bitte töte mich nicht. Ja, Diplomaten sind ja, ne? Aber ich fand das sehr, sehr spannend und ich fand deswegen auch, als dann sozusagen eher, denn der japanische Diplomat, auch wenn es verspätet war, ihm sozusagen diese Kriegserklärung überreicht und der andere dann ja dieses pathetische, erschütternde, seine Meinung dazu nochmal so ganz pathetisch äußert, diese Amerikaner, natürlich ist der Amerikaner nicht begeistert, ist auch klar, das ist ja, darüber müssen wir nicht reden und das wird uns allen nicht anders gehen. Aber ich fand, das war so ein bisschen von der Inszenierung hier, ich weiß nicht, ich stecke ja in der Situation nicht drin, aber es wirkte von der Inszenierung her, vom Amerikaner her, so ein bisschen für mich so wie Oberlehrer, nach dem Motto, der sagt, du hast Not verhauen, ja, jetzt tut es selber schuld. So. Das war für mich nicht schön inszeniert. Also er musste aber natürlich so dieses, das kann doch nicht sein. Allgemein war das für mich auch der Schauspieler, wo ich auch dachte, der könnte die goldene Himbeere in diesem Film kriegen. Ja. Ich fand alle seine Szenen extrem schwach. Vom Schauspiel her. Alle sehr hölzerne Stöckern und dann wirkte das auch immer, und wenn er mal was gesagt hat und mal ein bisschen angestrengt hätte, wirkte das immer sehr pathetisch. Wo ich mir dachte, entweder ist extrem oder gar nicht. Die Mitte findest du nicht. Also, ja, für mich hat er teilweise sogar den Eindruck, also gerade zum Schluss, wenn er das dann eben sagt hier mit dem, er hat noch nie diese Note, sowas habe ich noch nie in meiner langen Karriere gelesen müssen und so, da hatte ich kurz den Eindruck, war der vielleicht eigentlich auch in Japan? Weil so von der Betonung her klingt das nicht wie in Anführungszeichen normal amerikanisches Englisch, sondern wie, als wäre der vielleicht jahrelang im Ausland gewesen, hätte sich deswegen den Rhythmus so beim Sprechen auch ein bisschen angewöhnt gehabt. Kann natürlich auch einfach schlechtes Schauspiel gewesen sein, will ich nicht ausschließen, aber das, so habe ich mir das dann einfach zurechtgeschoben. Nee, ich meine, wenn man geredet hat, also glaube ich auch, ich finde es auch logisch, wenn du für den japanischen Diplomaten zuständig bist, dass du auch japanisch sprechen kannst. Und wir hatten ja davor auch den Ersten Weltkrieg, also es ist, da gibt es ja noch einige Eingriffe in der Geschichte und die Kolonialisierung kam ja davor auch noch, also das ist ja auf jeden Fall möglich. Das so ist, weil der ja auch schon mit Tag da in dem Moment war, aber natürlich hat er es noch nicht gehabt, weil die Amerikaner auf eigenem Boden noch nichts hatten, ne? Also ist halt so, ne? Aber das war so für mich so nochmal so ein Strang, gerade mit den japanischen Diplomaten, wenn wir sozusagen geschwimmen bist, das fertig machen und dann siehst du die 1000 Zettel, er weiß gar nicht, wer den Krieg schreiben soll, wer es erklären soll, tippt er mit dem einen Finger und das fand ich schon. Ja, vor allem lagen auch die ganzen Entwürfe schon daneben, die ihm nicht erfolgreich waren. Das meinte ich ja. Der wusste nicht, wie er es schreiben sollte. Das war auch schwierig, ne? Und fand ich, das war für mich so, als das war nur ein kleiner Bonus im Film gewesen, ohne großartigen starken Fokus ausgerichtet, aber das war für mich ein Ding, wo ich dachte, aha, das hat mir sehr gut gefallen. Und das fand ich das war für mich auch mal eine ganz neue Perspektive, weil diese Perspektive ist fällt bei anderen Kriegsfilmen, jetzt im Film fällt das ja relativ häufig unter dem Tisch. Ja.
Ja, ich überlege gerade noch, was so Einzelszenen, die mich tatsächlich auch nochmal so ein bisschen bewegt oder die ich tatsächlich sehr beeindruckend fand, waren, dass zum einen, dass hier, wenn das Telegramm überbracht wird, ne, dieser asiatisch aussehende, auch sehr jung aussehende, auch einfach durch die Körpergröße nochmal anders wirkende, asiatisch aussehende Mensch, der das Telegramm übergibt, dann gucken die sich so ein bisschen länger an und dann guckt er so zu Boden. Ja, alle gucken ihn so an. Ich fand das ein bisschen abwertend, muss ich sagen. Es war, finde ich, eine sehr bezeichnende Szene im Sinne von dieses, ne, einerseits könnten wir sind alles Menschen, ganz grundsätzlich erstmal, ne, ich arbeite einfach für euch und, oder vielleicht ist er ja auch ein Amerikaner, weiß man ja gar nicht. Wird ja nicht gesagt, es wird einfach nur, wir sehen einfach nur, sieht einfach so aus, wie er aussieht. Und die dann eben dieses, ja, er sieht nicht aus wie wir, er sieht anders aus. Und jetzt ist ja gerade auch diese Sache mit Japan gerade. Ja, aber es sollte halt ikonisch im Moment wirken. Für mich wirkte das aber extremst abwertend. Also ich habe das als sehr negative Szene empfunden. Ja, ne, weißt du, diesen Alltagsrassismus eigentlich zeigt. Oder? Also sowas von. Ist natürlich hier jetzt nochmal in der zugespitzten Situation zugegeben, aber genau das ist ja so dieses, ne. Und im Zusammenhang damit auch relativ gegen Anfang die Szene, wenn, ich weiß gar nicht, war das Yamamoto, der bei dem Ministerpräsidenten war, dem Prinzen, wo er eben hier sagt, ja, unser Oberhaupt hat vor dem Parlament ein Gedicht aufgesagt. Hier, der Tenno hat das angesagt. Wenn alle Menschen Brüder sind, warum sind die Winde und das Meer so unruhig oder so, ne? Und ja, das ist doch ein eindeutiges Bekenntnis dafür, dass er den Frieden will. Und wir aber wissen ja, der Premierminister, der hat ganz andere Pläne, der will angreifen, der ist so auf mit der Armee halt, die diese Kriegstreiberei machen wollen. Ja, aber das ist schon historisch akkurat tatsächlich. Ja, nee, aber das fand ich auch so stark, so dieses, ne, ja, warum passiert nicht diese ganze Quatsch gerade, warum bringen die wir uns alle gegenseitig um hier, was soll denn dieser Scheiß? Ja. Also das war genau, das war fand ich auch sehr schön, diesen Moment. Japan ist ja sowieso im Zweiten Weltkrieg diesen extremen, ich sag mal, Shinto-Nationalismus eingetrieben worden, wo. Ach, naja. Aber was ich zum Beispiel stark fand über den Film, ich hoffe, das war im Film, jetzt bin ich glaube, dass es in der Doku war. Ja, sag mal, was im Film war. Doch, das war im Film, ganz relativ am Anfang, diese Vorgeschichte erklärt wird, mit denen wir noch. Ja, das war im Film, wo denn der Yamamoto auch sagt, er findet das nicht so toll, dass sie mit den Deutschen und so zusammengehen und so. Ja, ja. Das war. Was ich zum Beispiel meinem Geschichtsunterricht gelernt habe, das habe ich noch sehr, sehr stark in Erinnerung tatsächlich, ist, dass im Zweiten Weltkrieg sozusagen die Allianzen zwischen Deutschland, Japan und Italien, genau, die Achsenmächte, sehr eng war. Also, dass die sich auch sehr harmonisch gegenüberstanden und sich nicht gegen die Kritik, die sind nicht nur aus der Not zusammengekommen, sondern auch aus der Ideologie und aus dem gemeinsamen Wertesystem, dass die sich alle sehr nahe standen, was halt gar nicht so unbedingt jetzt in dem Film ist. Das war das, was ich eingangs erwähnt hatte, ne? So was die japanische Perspektive eben aufmacht, dieses, es gibt jetzt die Armee, die halt total auf anscheinend Welteroberung aus ist, und da gibt es eben die Teile bei der Flotte zum Beispiel oder den Fliegern wahrscheinlich auch, die eben so, ja, wenn Krieg ist, dafür sind wir nun mal ausgebildet, aber wir machen das jetzt nicht, um 100.000 Länder unbedingt anzugreifen, sondern eben im ehrenhaften, respektvollen Kampf gegeneinander, und wir müssen jetzt auch Amerika nicht angreifen oder so, ne? Und dann aber eben, also genau, und das zeigt sich ja dann da eben auch, so wie ich auch ganz klar den Eindruck hatte, der Diplomat, der da eigentlich in Washington ist, der Japaner, der war da jetzt auch nicht angetan von den Plänen seiner Regierung. Und das meine ich doch, wie stark Diplomaten rollen. Also, da könntest du eigene Filme draus machen. Und das fand ich tatsächlich ja auch, ist natürlich eigentlich grundsätzlich nicht lustig, aber war schon so ein bisschen schwarzer Humor, wenn er so, ja, der hat noch einen zweiten an die Seite gestellt bekommen, der Japaner, der Diplomat. Naja, wer denn? Ist das gut für uns? Naja, ich sag mal so, er kommt gerade von den Verhandlungen, er war dabei bei den Verhandlungen in Berlin und hat die Verträge für die Achsenmächte mit unterschrieben, dass Japan mit denen zusammenarbeitet. Ich sagte, jo, da wissen wir ja auch, wo die Reise jetzt hingehen wird, wenn der kommt. Ja, man muss aber auch nicht vergessen, dass mit Japan hat ja zu diesem Zeitpunkt auch schon ein extremes Selbstbewusstsein. Die sind ja sozusagen, haben sich als Imperialmacht sozusagen richtig herausgestellt, als gerade im Ostasien, die haben mit Russland geschlagen, im russisch-japanischen Krieg. Die sind in China reingekommen, haben China unter ihre Kontrolle gebracht. Die haben sozusagen überall Kolonialisierung auf Singapur, zu der Zeit von Formosa. Also die sind ja wirklich überall extrem präsent und die sind natürlich auf dem Ausbreitungszug tatsächlich und aus der Perspektive. Ja. Und Deutschland zeitweise ist ja genauso. Die breiten sich ja auch aus. Und man muss sich ja nur in der Mitte treffen. So. Und
das ist schon einfach vom Gedankengang, ist das von diesem Selbstbewusstsein, dass die japanischen Politiker, das Kabinett der Verfolgten, ist die Logik von denen nachvollziehbar, auch wenn die sehr aggressiv ist. Aber das ist ja halt dieser Shinto-Nationalismus, in den die reingetrieben worden sind. Und ich finde sowieso, deswegen ist für mich der Pazifikkrieg auch auf einem ganz anderen Level als jetzt der in Europa. Ist einfach daran, dass allein schon die Erziehung oder das Gedankengut der Japaner und diese Bereitschaft für den Tenno zu sterben oder sozusagen diese Verknüpfung mit Shinto und dem Tenno so eng ist und ganz anders als jetzt ein klassischer Soldat in Europa. Also, weißt du, was ich meine? Naja, also ich kenne mich jetzt nicht so genau aus, was eben die japanischen Werte da angeht, aber ich hätte das jetzt so für mich übersetzt mit dem Führerkult, also dass das durchaus ja auch dann eben bei den Deutschen tun. Ja, aber das ist noch eine ganz andere Schema. Wenn auch auf andere Weise da wäre, aber ja. Aber das ist noch ein ganz anderes Level. Also in Deutschland, es gibt natürlich wahrscheinlich auch noch diese zwei, drei Leute, aber ich sage ja nur die Kamikaze, ne? Also das haben die Japaner als Ehre empfunden, wenn sie sich im Krieg opfern konnten, den größtmöglichen Schaden anmachen können. In Japan ist die klassischen Soldaten, wie man sie kennt, ich weiß nicht, ob das normal ist, dass Soldaten so denken, aber ich empfinde das nicht so. Also, in der Not, natürlich gibt es ja bestimmt auch genug da, aber jetzt dieses Kamikaze-Prinzip selbst, das gibt es ja nicht mehr tragbar in anderen Dingen. Außer, na gut, wenn du erstmal solche Leute wie IS oder sowas nimmst. Das ist jetzt ein tolles Ding, ne? Aber ich meine jetzt wirklich erstmal realistisch betrachtet. Wenn man die fortsetzt. Naja. Also, das ist schon, da merkst du schon, dass da eine sehr starke Ideologie und Steuerung auch hinter ist und. Also das ist schon, eine andere Situation. Ich habe natürlich auch nur IMDb müssen gestöbert gehabt und ich fand, was ich interessant fand, dass der Film hat sich ja mittlerweile als ein Klassiker rausgestellt, sozusagen, als so ein kleiner Schatz, den man wahrscheinlich auch geguckt haben sollte, wie ich das mitgekriegt habe von der Darstellung im Internet. Aber ist natürlich zu dem Zeitpunkt, als er die rauskam, extremst gefloppt, vor allen Dingen in Amerika aufgrund des Vietnamkrieges. Ja. Also das hatten wir auch irgendwie kurz so gelesen, ne, dass Akira Kurosawa eigentlich für die japanische Seite vorgesehen war, aber anscheinend. Also, das wäre ja nochmal eine richtig geile Inszenierung geworden. Ich finde, der hat ja wirklich ein Händchen dafür gehabt. Dass der auch nach 2 Jahren noch nichts Handfestes hätte vorlegen können oder so. Und wenn ich mir jetzt überlege, 2 Jahre allein schon haben die sozusagen mit auf den gewartet und das entwickelt. Das muss ja wirklich Mitte der 60er dann spätestens angefangen sein, da das umzusetzen. Ne? Und wann ging der Vietnamkrieg los? Wenn der Vietnamkrieg losgegangen ist? Ja. Ich glaube 55, ne? 55, von 55 bis 75. Also das war okay. Extrem. Aber es gibt ja so unterschiedliche, Phase. Wo wir sagen, es gibt ja unterschiedliche Phasen dann auch innerhalb des Krieges. Ne? Ja, naja, aber okay. Also wir sagen mal, guck mal, wir haben also 68 Gegenbewegung. Also da ging es 75 und die letzten 10 Jahre waren schon als verlorene geachtet. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt gerade eben 68 somit als eines der ganz prägnanten Jahre dann rausnehmen nochmal. So die Gegenbewegung angeht. Dann kann ich natürlich verstehen, dass es quasi vielleicht in Anführungszeichen der richtige Film zur falschen, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen ist. denn wie gesagt, also grundsätzlich finde ich, kann der Film ordentlich auftrumpfen. Also ich finde. Wahrscheinlich vor allem durch diese Perspektivgeschichte. Ja, also ich kenne dass die Kriegsmüde war in Amerika, das ist wirklich ein ganz schlechtes Timing für so einen Film, das sehe ich tatsächlich genau. Also ich mal überlegen, ey, Amerika und Kriegsmüde kennt man gar nicht. Ja, ich meinte auch eher die normale Bevölkerung. Obwohl Militär wird das wahrscheinlich nicht anders gewesen sein. Vietnam Krieg war ja wirklich ein sehr erschöpfendes Kriegstrauma fürs heute, für die. Ich glaube, Vietnam Krieg ist, glaube ich, eins der Kriegstraumata überhaupt, was die haben. Tatsächlich. Ja, genau. Was ich noch interessant fand, da bin ich auch noch drauf gestoßen, ist, im Film wird ja immer wieder, was du am Anfang gesagt hast, ist immer auf den 7. Dezember hingewiesen. Und dass die, nur fürs amerikanische Publikum das geändert haben, tatsächlich den Text von den Japanern, vom 8. November reden, weil die Amerikaner anscheinend nicht war, dass es Zeitzonen gibt und weil die im Epizentrum der Welt leben. Also, dass die es nicht verstanden haben, wenn die Amerikaner mussten, also die Japaner mussten dann immer vom 8. Dezember reden. Dezember. Ja. Weil gerade November gesagt hat, ich doppelt verwirrt. Ja, du kennst mich doch, ich mache immer so ein bisschen. Also, aber okay. 8. Dezember und dass dann das amerikanische Publikum folgen konnten, was dann halt in allen anderen Ländern so gezeigt wurde, wie es gedreht wurde. Das finde ich auch sehr interessant. Ja. Also ich habe, glaube ich, jetzt so das meiste, was ich dazu sagen wollte, abgefeuert. Das Drehbuch hatte ich noch erwähnt. Die Kämpfe, wie gesagt, fand ich enorm. Also fand ich auch gerade für heutige Verhältnisse immer noch
ordentlich inszeniert. Also klar, ein paar Stellen merkt man dann durchaus immer, wie gesagt, mit Rückprojektionen oder dass man da mit Entfernung und solchen Sachen arbeitet, aber es ist halt alles handgemacht, ne? Es ist echt. Es ist nicht eben aus dem Computer und man weiß, die Leute, also auch wenn es vielleicht bombastisch aussieht, aber man weiß, da ist niemand hier in Gefahr geraten. Und hier denke ich mir die ganze Zeit, Alter, dieses brennende Flugzeug, was da gerade auf die Beine, oh Gott, bitte schneidet einfach weg. das sind nochmal Unterschiede, als wenn da jetzt eben ein CGI-Flugzeug hinter irgendjemandem herrollt. Oder selbst das, wie gesagt, hätten sie mit solchen Rückprojektionen noch machen können, aber haben sie eben nicht gemacht. Das fand schon alles enorm beeindruckend. Oder wenn der eine Japaner, der abgeschossen wird, da in diese Lagerhalle fliegt und dann dieses ganze Ding da in die Luft fliegt. Das fand ich ziemlich cool. Das ist Kamikaze. Das ist Kamikaze. Ja, das war noch dieses, okay, ich stürze ab, was können wir noch alles mitnehmen? Wen kann ich noch mitreißen? Aber ich habe noch zwei Fragen für dich. Also Nummer eins, wieso haben wir noch nicht mal geredet? Überhaupt den Namen? Tora. Ja. Also das ist ja nur, ich meine, den Namen kennt man ja eigentlich, auch wenn man den Film nicht gesehen hat, wir bestimmt schon mal gestoßen alles. Und uns ging es ja beiden so, dass wir vorher nicht wussten, was es damit so richtig auf sich hat. Ja, ich überlege gerade, was mir so, es gibt irgendwie das eine Lied, aber damit fange ich jetzt besser nicht an. Und welches Lied? Ja genau, damit fange ich jetzt besser nicht an. Spät, jetzt hast du es angesprochen, jetzt musst du es summen. Es gibt ja die Insel Bora Bora. Ne? Ja, ich überlege, was klingt so ähnlich und ne, hat aber eigentlich völlig auch überhaupt gar nichts damit zu tun. So. Und das wäre jetzt so mein nächstes Ding gewesen, ja. Aber genau, wir hatten uns ja ein bisschen mal angeguckt, was Tora bedeutet und was vielleicht die Amerikaner verstanden haben damals, als sie den Funkspruch abgefangen haben und was die gedacht haben, was das heißt. Und das kannst du ja jetzt mal zusammentragen. Also ich weiß natürlich nicht, wie die richtige Aussprache ist, aber das ist meine Recherche. Tora. Also meine Recherchen haben ergeben, dass das ist sozusagen das Startsignal für den Angriff sozusagen von den Fliegern, wenn sie angekommen sind und sich halt erfolgreich auf Hawaii eingeschleust haben, war Tora. Das Tora sind zwei Wörter, also To und Ra. Das To steht für Totsigeki, das soll angreifen heißen, und das Ra steht für Raigeki, das heißt sozusagen Torpedos und Torpedobomber. Was im ganzen Bild zusammenbringt, Torpedoangriff starten. Super, sehr schön. Und die amerikanischen Abhörer hatten das Problem, dass sie das als ein Wort verstanden haben, und zwar Tora. Und das bedeutet nichts anderes als Tiger, was für große Verwirrung gesorgt hat und dementsprechend abgetan wurde, weil es keinen Sinn ergeben hat. Ja. Fand ich super spannend, war mir nicht gewahr. Es wird im Film Tora gerufen, aber das wird eben tatsächlich nicht erklärt. Und es wird auch, ist jetzt auch nicht so, dass wir dargestellt bekommen würden, dass die Japaner diesen Funkspruch, dass die Amerikaner diesen Funkspruch hören würden. Nee, das tatsächlich genauso. Das war nicht großartig dabei. Also, das ist sozusagen von Dings. Und du hattest ja am Anfang, warst du nicht ganz genau sicher, wie der Alternativtitel ist. Und weil ich es gerade aufhabe, damit es nochmal nachgetragen wird, die Schlacht, die die Welt in Brand setzte. Ja. Also dann haben wir das auch nochmal geklärt. Meine letzte Frage ist, würdest du sagen, dass das ein Film ist, den man gesehen haben muss, gerade wenn man so im Kriegsgenre sozusagen aktiv ist? Du weißt, dass meine Antwort auf die Frage, sollte man einen Film XY gesehen haben, immer ist, natürlich. Damit man sich selber eine Meinung bilden kann, auch wenn ich jetzt den Film total scheiße finden würde oder total gut, völlig unabhängig davon. Ich glaube, also deswegen würde ich auch diese Frage so oder so mit Ja beantworten. Und als Begründung würde ich in diesem Fall anschicken, dass ich mich eigentlich in den Kriegsfilmen wahrscheinlich gar nicht so gut auskenne, aber von den paar, die ich kenne, würde ich sagen, dass was hier eben relativ besonders ist, ist, dass man versucht, das eben von beiden Seiten zu beleuchten intensiv, dass man nicht einfach nur sagt, wir sind Amerikaner, wir machen einen Film über einen Angriff auf Amerika und deswegen zeigen wir das alles pro-amerikanisch und der Gegner ist, oder der Feind, der Angreifer ist einfach nur eine gesichtslose Masse, damit wir auch alle einfach sagen können, oh, diese große Masse, die müssen wir bekämpfen und nicht, das sind einzelne Menschen. Mhm. Und vor allem, dass das hier dann darüber hinaus eben nicht nur passiert, dass wir eben auch dass wir beide Seiten dargestellt bekommen, sondern dass die andere Seite, die japanische, auch tatsächlich von Japanern selbst eben inszeniert wird, nicht nur dargestellt wird. Und weil der für mich einfach auch gut funktioniert hat. Wie gesagt, also ich habe ja immer mal wieder dieses, ja, ist das jetzt eigentlich langweilig? Oder, also ich glaube, wenn ich mir jetzt mein Handy genommen hätte oder so, dann wäre ich auch ganz schnell, hätte ich dann eine Stunde am Handy gehangen und nicht genau hingeguckt, aber mich halt darauf eingelassen. Hatte auch so die Befürchtung, ob ich jetzt vielleicht doch irgendwie zwischendurch müde werde, auch weil ich gerade was gegessen hatte noch und so. Wäre nicht völlig überraschend gewesen, aber ist auch nicht eingetreten. Und wie gesagt, die Kampfszenen, die Schlacht ist total stark inszeniert, finde ich, sowohl von den praktischen Effekten als auch wie das da alles eingefangen ist. Guckst du allgemein auch gerne mal Kriegsfilme oder ist das ein Genre, was du eigentlich gar nicht magst? Na, ich glaube, ich gehe nicht bewusst dran.
oh, heute habe ich Lust auf einen Kriegsfilm, nehme ich mal XY. Also so denke ich auch nie. Also, ne, so, aber jetzt musst du erstmal beantworten, wie, was würdest du denn sagen? Muss man diesen Film, sollte man diesen Film gesehen haben? Und warum? Ich meine, das haben wir eigentlich schon erläutert jetzt in den letzten Stunde, aber ja, ich würde, du hast die Frage aufgeworfen. Ich würde dir da einfach zustimmen. Ich kann da gar nicht mehr so viel zufügen. Also ich bin ja ein Mensch, ich gucke ja gerne, aber ich grusel mich ja gerne mal. Aber ich habe das Problem, ja, mit vorgehaltener Hand hier. Aber ich habe das Problem, dass ich bei Horrorfilmen nicht hingucken kann, teilweise, wenn es richtig gruselig wird, außer bei gewissen Ausnahmen. Und für mich als Pazifist tatsächlich sind Kriegsfilme absolute Horrorfilme. Das ist wirklich so. Und ich kriege, das sind die, wo ich wirklich mitfieber, weil ich immer hoffe, hoffentlich wird alles gut. Also und für mich war es natürlich kein schlimmer Film, weil niemand irgendwo eine Spritze bekommen hat oder so und man gesehen hat, wie die Nadel in die Haut geht. Ja, wir haben alle unsere Achillesfersen. Aber es ist wirklich so und ich fand den sehenswert, fand ich auf jeden Fall. Ich finde die Perspektive ist auch sehr schön. Ob das jetzt einer ist, der Film ist, wenn du mich jetzt sagen würdest, ob von den Kriegsfilmen, die ich gesehen habe, das jetzt einer der besten ist, würde ich was, ich dann den würde ich eher im Mittelfeld einordnen. So, ja, weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, aber es gibt, man muss ja auch mal, man muss das ja auch mal sozusagen unterteilen. Ich weiß, es gibt ja auch, was weiß ich. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum sich Christian immer, wenn, das habe ich ein paar Mal in den ganz alten Folgen, habe ich auch mal, ja, wie würdest du den jetzt bewerten? Und Christian auch immer völlig richtig eigentlich gesagt, wir haben jetzt gerade sehr lange darüber besprochen, was wir gut finden, was wir schlecht finden. Und warum soll man dem jetzt irgendwie noch hier, soll ich mir jetzt noch Gedanken machen, ob ich dem 80 von 100 Punkten gebe oder 2,5 von 5 Sternen oder sonst wie was. Ne? Also, ja, ich finde, aber gerade bei Kriegsfilmen ist es ja so, dass du im amerikanischen, du hast ja diese großen Klassiker tatsächlich, ne, die dann so zur hochkommen und die hat man ja so groß gesehen. Ich finde, da sieht man schon meistens von der Inszenierung schon Unterschied, ob das auf einer Buchvorlage basiert, ob das auf realen Erlebnissen basiert, ob es Zeitzeugendokumente sind. Das ist, da sind der Fokus da schon unterschiedlich und es kommt halt auch immer darauf an, was ist deine Motivation, das zu gucken. Ob das, magst du die Explosion, magst du dieses Zwischenmenschliche? Ich bin ja immer so ein Mensch, ich finde das immer sehr, sehr spannend. Magst du Explosion oder das Zwischenmenschliche? Ja, ich nehme ein bisschen von beiden. Ich finde das zum Beispiel sehr spannend, Explosion, wie die Menschen in so einer Extremsituation reagieren und ob man überhaupt richtig reagieren kann. Deswegen fand ich zum Beispiel auch in diesem Film, war für mich diese Diplomatengeschichte für mich das Spannendste tatsächlich insgesamt. Und so ist es für mich generell auch tatsächlich. Von daher finde ich auch, dass man ihn sehen kann tatsächlich. Ja. Kann man sich mal gucken. Ja, wie gesagt, wir haben die Blu-ray geschaut, die glaube ich mittlerweile ein paar Jahre alt ist. Wie gesagt, offiziell wäre ja 40-jähriges Jubiläum 2010 gewesen. Ich glaube, die deutsche Disc ist, Deutschland ist ein bisschen später erschienen. Scheint aber noch einigermaßen erhältlich zu sein. Wir haben sie zumindest noch im Laden gekauft. Ich habe keine Ahnung, ob der bei irgendwelchen Streamingdiensten zur Verfügung steht. Kann, wie gesagt, auch nur empfehlen, den im Originalton zu gucken. Durchaus mit Untertiteln, weil ich mal davon ausgehe, dass viele unserer Hörer vielleicht nicht so japanisch bewandert sind. Wobei es ja ein paar Leute gibt, zumindest in der Film-Twitter-Blase und so, hier mit Kompendium des Umhangs. Ja, genau. Ja, jetzt ist meine... Jetzt frage ich mal ganz plump, du musst darauf ja, du hast wahrscheinlich keine Antwort darauf, aber wird denn sozusagen unsere Februar-Ausgabe ein deutscher alter Schinken werden, den du groß angekündigt hast am Anfang? Ja, mit Sicherheit. da habe ich überhaupt keine Frage. Ich habe mir noch nicht entschieden, welchen ich nehme. Ich glaube, ich würde, also ein Gedanke, den ich mal hatte, war, glaube ich, es sind irgendwie 4 oder 5 Filme, glaube ich, die ich da so stehen habe, chronologisch durchzugehen, also mit dem Ältesten zu beginnen und dann in großen Anführungszeichen zu den Jüngeren zu gehen, ohne dass ich jetzt sage, welchen ich genau im Auge habe. Das werdet ihr in der nächsten Folge hören. Gucken wir dann mal. Wenn ihr zu Tora irgendwie noch was mitteilen möchtet, könnt ihr das wahrscheinlich oder werdet ihr das wahrscheinlich bei Twitter machen. Da sind wir auch als Wiederaufführung zu finden. Ihr könnt natürlich auch einfach nach Wiederaufführung suchen, weil der Profilname natürlich trotzdem nochmal ein anderes ist. Das ist Twitter-Handle. Wiederaufführung.de könnt ihr kommentieren. Da ihr uns hört, finde ich es immer ein bisschen merkwürdig zu sagen. Ja, ihr könnt es bei Apple Podcasts hören, bei Spotify oder über den gängigen Podcatcher könnt ihr uns fangen. Wie ein Pokémon. Und somit endet die Folge mit einem Lacher. Ja, haben wir auch für die Verbindung zwischen zu Japan. Pokémon kommt auch aus Japan. Das kommt jetzt bald demnächst Harry Potter Go. Da freue ich mich schon drauf. Oho. Den Dobby im Schlafzimmer. Ja. Das wäre es soweit eigentlich zu Tora. Ich habe jetzt noch 3 kleine Sachen. Hast du noch irgendwas? Ich habe auch noch eine Sache. Ja. Soll ich machen zuerst oder gemischt? Oder? Natürlich fängst du an. Okay, also ich möchte noch hinweisen auf eine Aktion. Und zwar Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino. Der würde gerne ein Buch schreiben über Columbo. Über die, ja, ist eigentlich eine Serie irgendwie. Aber andererseits sind es ja auch immer TV-Filme gewesen. Die gehen ja, glaube ich, locker immer 1,5 Stunden.
Columbo, hast du den mal großartig geguckt? Ja, total. Ich war halt süchtig danach, okay, damals. Auch, und immer im Double-Feature mit Mord ist your Hobby. Finde ich total ein cooles Projekt, davon höre ich gerade zum ersten Mal. Ja, deswegen, wir wollen ja die frohe Kunde verbreiten. Auf Startnext kann man diese Crowdfunding-Aktion unterstützen. Dieses Buch, ich habe schon mich quasi mit eingetragen. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch machen. Ja, klar. Ich hoffe, super. ich denke auch daran, auch dieses Projekt in der Beschreibung zu verlinken zu dieser Folge. Genau, Patrick Lohmeyer, Bahnhofskino. Dann steht ja demnächst wahrscheinlich ein Gastspiel von uns bevor. Ich glaube, ich habe mich gar nicht wegen des Termins zurückgemeldet. Oh, oh. Das Cinematic Smash Team Tournament steht bevor. Es waren ja mal die Cinematic Smash Brothers, Sisters, Siblings, was auch immer. Das alte Argumentationsduell, und das geht jetzt in eine neue Runde mit Teams, und wir sind ein Team und werden antreten gegen, hätte ich mir den Namen nochmal vorher angeguckt, L'Equipe Mayence. Also gegen zwei Mainzer, gegen den Thomas von Schöner Denken und den Jan von der Cinecouch, die ich auch immer schon bei Twitter ordentlich piesacke, wenn sie sich melden. Ehrlich? Hast du es nicht mitgekriegt gehabt? Nee. Muss ich, kann ich dir gleich nochmal zeigen. Ich habe gestern wieder Ich schaffe immer nur meine Mitteilung zu lesen und nicht jetzt die allgemeinen, da bin ich immer so ein bisschen faul. Also kann jetzt... Ne? Muss man ja, Entschuldigung, sagen, ich war gerade in der Prüfungszeit. Also zwischen der Aufnahme und dann dieser Veröffentlichung dieser Folge sind jetzt vielleicht nochmal ein paar Tage vergangen. Weiß die doch nicht. Ich finde die so schon als taffe Gegner. Also. Bitte, das sind überhaupt keine Herausforderungen. Auf jeden Fall kam jetzt gerade die Ankündigung, das erste Viertelfinale wird stattfinden zwischen den Abspannguckern und Brainflix. Und der Jan, der eben bei unseren Gegnern dabei ist, hatte dann, glaube ich, das retweetet und geschrieben, ja, wir werden natürlich sehr genau zuhören und freuen uns drauf. Und dann habe ich geschrieben, ja, zuhören ist auch das Einzige, was euch helfen wird, wenn ihr dann euer letztes Glas raus Fligoulon trinken werdet, wenn unsere Argumente euch überrollen werden. Boah, jetzt fühle ich mich unter Druck, bin froh, dass ich meine Prüfung hinter mir gebracht. Ja, genau, also Cinematic Smash Team Tournament, dem könnt ihr auch sehr gut bei Twitter folgen, und wie gesagt, die Ankündigungsfolge ist auch schon, auch das glaube ich, bei allen gängigen Audioanbietern zu hören. Könnt ihr also ist auch, sehr witzig, muss ich sagen. Abonnieren. Da sind da schöne Sachen drin. Und genau, da starten jetzt die Viertelfinals. Und als letzten Punkt habe ich noch einen Terminhinweis, wenn ihr von meiner Stimme nicht genug bekommen könnt und denkt, wow, wir reden so viele tolle Sachen. Am 26. Februar 2020, falls ihr diese Folge also jetzt viel später hört, ja, könnt ihr es direkt überstreichen. Am 26. Februar 2020 kommt bei uns im Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock das Kabinett des Dr. Caligari aus dem Jahre 1920, und wie ich jetzt leider erst festgestellt habe nach weiteren Quellenprüfungen, eigentlich habe ich gedacht, ist der 26.02.1920 der Uraufführungstermin gewesen, dass wir also genau 100 Jahre später diesen Film im Kino zeigen. Aber jetzt habe ich ein paar Mal schon vom 27.02. gelesen. Verdammt. Deswegen, gute Journalisten prüfen immer mindestens zwei Quellen. Ja, naja, aber nichtsdestotrotz, 26. Februar, Livu, Schatzkiste in Rostock, 20 Uhr, das Kabinett des Dr. Caligari mit kurzer Einführung von mir. Und dann gibt es diesen definitiv Klassiker der Filmgeschichte auf der großen Leinwand zu erleben. Das waren meine drei Punkte. Jetzt hattest du noch einen, hast du gesagt. Ja, genau. Und zwar machen wir neben Wiederaufführung auch nochmal den Zeno-Ase-Podcast, der sich vor allen Dingen um K-Dramas dreht. Dementsprechend ist uns schon bewusst, dass das nicht unbedingt hier die Zielgruppe ist. Ja, aber wir haben jetzt auch Japanisch hier, so asiatisch. Genau, aber wir, dadurch, dass wir ja hier in Wiederaufführung uns auf alte Filme konzentrieren, habe ich manchmal auch ein bisschen Lust, mit Max über moderne Filme zu reden, aktuelle Filme zu reden. Und da er sozusagen sich bemüht hat, den Sommerhit aus Korea, also der Divine Fury, ins Kino zu holen, werden wir den jetzt auch in der Gruppe gruppen. Und den würden wir als Film-Special nochmal markiert bei Serienoase Podcast rausbringen. Also wenn ihr Lust habt, auf einen koreanischen aktuellen Film gesprochen zu haben, mit Park Chul-Yun in der Hauptrolle als, wie kann man das am besten zusammenfassen, als MMA-Champion, der Stigmata und gegen Dämonen kämpft, mal ein bisschen die Eindrücke zu gewinnen tatsächlich, dann hört unseren Serienoase Podcast Film-Special The Divine Fury, kommt wahrscheinlich am 15. Februar raus. Ach, ist schon so, genau. Und ja, der Film selbst, wenn du jetzt die Folge hört, sollte auch gerade schon frisch auch auf DVD und Blu-ray erschienen sein, zum Ende Januar, Anfang Februar.
Jetzt hatte ich gerade noch was und habe es schon fast wieder vergessen. Wir sprechen darüber, sprechen dieses. Das hier, bitte. Komme ich gerade nicht mehr drauf. Naja. Heute hatten wir viele Fakten, ach, genau, die wir auch einen Zwischenruf machen können. Mir fällt gerade noch ein, Ausblick auf 2020, ein Film, den ich auf jeden Fall mit dir zusammen im Kino gucken möchte und auch besprechen möchte, dann mal wieder, dass wir auch mal wieder aus dem Kino aufnehmen. Der sowjetische Film Komm und Sieh. Oh, den habe ich schon ewig auf meiner Liste. Wird dieses Jahr sowohl bei Criterion erscheinen, für die Leute, die da gerne zugreifen, aber die Kollegen von Bildstörung haben angekündigt, dass der dieses Jahr bei denen erscheinen wird und eben nicht nur für daheim, sondern auch im Kino laufen soll. Und da werde ich natürlich, sobald sich da irgendwas ergibt, da sitzen und sagen, hier, wir buchen den. Buchen! Den möchte ich dann auch. Das wird dann ein bisschen interessant werden, von wegen mit Einführung, weil ich den eigentlich nicht dann vorher gucken will, weil ich den auch dann tatsächlich zum ersten Mal auf Leinwand entdecken will. Naja, das sind dann Details, aber ich glaube so zu, ich weiß gar nicht warum, ich behaupte einfach so zur Jahresmitte oder so, wird der wahrscheinlich dann hoffentlich im Kino kommen und wahrscheinlich nicht nur in Rostock, da könnt ihr dann wieder die Augen offen halten, wenn ihr euch dafür interessiert und nicht nur den zu Hause gucken wollt auf DVD und Blu-ray, was natürlich auch eine schöne Sache ist, dass er da weiter sein Leben hat. Aber im Kino, glaube ich, ist das dann immer noch mal eine ganz andere Möglichkeit. Ja, ich habe fertig. Ich auch. Tora, Tora, Tora. Oh Gott, nein. Das war unsere Besprechung zu dem Film. Seid's. Bis zum nächsten Mal bei Wiederaufführung. Ciao, ciao.